Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur TV38 Talkrunde. Heute zum Thema und zur Frage: Angst vor 5G? Nein, es geht nicht um eine neue Corona-Regel. Es geht um elektromagnetische Felder, um Wissenschaft und Forschung dazu, um Kommunikation und Information, um den Diskurs, der ja heutzutage nicht selten von Ängsten befeuert wird. Das ist ein weites Thema, das alle angeht. Es ist aktueller denn je und sehr, sehr komplex. Und diesem Thema stellt sich unser heutiger Studiogast Christian Raupach. Herzlich willkommen. Hallo. Christian, du kennst dich ja hier bestens bei TV38 aus, bist als Geschäftsführung unseres Bürgerfunksenders dieses Jahr in die nächste berufliche Herausforderung gewechselt, nämlich nach Cottbus. Das liegt so ein bisschen östlicher. Und bist auch zurzeit on Tour für dein berufliches Gebiet. Vielleicht für unsere Zuschauer an den TV38-Schirmen, was machst du ganz genau? Genau, also Cottbus, du sagst, es liegt ein bisschen weiter östlich. Wenn man von Cottbus aus mit dem Fahrrad einen Ausflug nach Osten fährt, ist man in Polen. Also es liegt richtig weit östlich. Und in Cottbus, da hat das Bundesamt für Strahlenschutz, bei dem ich jetzt arbeite, hat dort das Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder gegründet. Und dieses Kompetenzzentrum, das beschäftigt sich letztendlich tatsächlich mit der Forschung zu der Frage, welche Risiken für menschliche Gesundheit, aber auch für die Umwelt geht denn von elektromagnetischen Feldern aus? Und andererseits auch, wie können wir denn diese komplexe Materie für die Öffentlichkeit und für unterschiedliche Anspruchsgruppen auch sinnvoll kommunizieren? Weil es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, das zu kapieren auch. Und ich bin die Co-Leitung dieses Zentrums mit meiner Kollegin Gunde Ziegelberger zusammen. Sie ist zuständig für den Bereich Forschung und Bewertung, wo es also tatsächlich um die naturwissenschaftlich-technische Einordnung geht, Forschung dazu geht, die Beobachtung der weltweiten Forschungslage dazu geht. Und ich bin zuständig für den Bereich Information und Kommunikation, wo es eben darum geht, diese komplexe Materie der Öffentlichkeit, der Politik, der Wirtschaft, allen Bereichen letztendlich auch gut vermitteln zu können. Ja, das klingt wirklich sehr, sehr komplex, ein riesiges Feld. Wie hast du dich eingearbeitet? Naja, das war ähnlich wie hier. Also ich kam in eine Situation rein bei TV38 damals, wo es darum ging, sehr schnell auch zu versuchen, sagen wir mal, die PS auf die Straße zu bringen. Und ganz ähnlich ist das jetzt auch dort beim Kompetenzzentrum. Das Zentrum wurde schon Anfang 2020 gegründet. Aber das Gründen hieß im Grunde genommen, da wurden dann die ersten Personen eingestellt und das Team wächst und wächst und wächst. Und es wächst auch jetzt noch weiter. Wir sind jetzt ungefähr bei 24 Personen, die wir sind. Und es wird noch wachsen auf, ich glaube, 34 oder 35 Personen. Das heißt, da ist noch viel im Wachstum. Wir definieren, welche Aufgaben können wir wahrnehmen. Die Anspruchshaltung der Öffentlichkeit und unterschiedlicher Gruppen in der Öffentlichkeit, was wir tun sollen, ist riesig groß. Das Interesse ist da, die Neugier ist da, die Sorge. Sorgen sind da, das hast du auch schon angesprochen. Aber ganz einfach auch der Wunsch, dass es jetzt endlich sowas gibt, so eine Institution, die in der Öffentlichkeit da entsprechend auch kommunizieren kann und da eben auch andere Institutionen bei der Kommunikation unterstützen kann. Das ist ganz groß da. Und ich habe quasi vom ersten Tag an diesen Wunsch gemerkt, aber auch dieses Wohlwollen gemerkt. Schön, dass du jetzt da bist. Schön, dass ihr jetzt immer weiter euren Aufgaben nachkommen könnt. Und wir freuen uns drauf. Und wenn wir euch helfen können, sagt uns, wo wir euch helfen können. Da helfen wir euch gern. Das bezieht sich unter anderem eben auf andere Behörden, auf andere Ministerien auch, mit denen wir dann kooperieren. Aber auch auf bürgerschaftlichen Dialog und ähnliche Sachen. Also ganz, ganz viele, die einfach sagen, schön, dass es jetzt losgeht. Und ich versuche dieses Momentum letztendlich auch ein bisschen mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass wir das entsprechend auch umsetzen können. Ja, so ein bisschen Aufbruchstimmung dabei. Toller Einstieg. Zumindest hört sich das so an. Christian, freue ich mich sehr. Mhm. Was ist aber so ein bisschen der Unterschied zwischen TV38 als Medium, ja, als Bürger, Fernsehsender und einer Behörde, in der du ja jetzt bist? Also TV38 als Bürgersender oder aber generell als Sender macht ja vor allem journalistische Sachen. Das heißt, da geht es eben darum, dass man möglichst unparteiisch auf ein Thema draufschaut und dann eben sich fragt, okay, was hat die eine Seite dazu zu sagen, die andere Seite, die dritte Seite und dann vielleicht ein bisschen einordnet. Also welche Quelle ist vielleicht vertrauenswürdiger und welche muss man mehr hinterfragen. Das Typische im Journalismus, das kennst du selbst auch, gerade Leuten, die Macht haben, egal ob das politische Macht ist oder wirtschaftliche Macht, dem muss man immer ganz besonders auf die Finger draufschauen. Ja.
Und das ist eben Journalismus. Und was wir jetzt machen, wir sind eine Behörde, wir gehören zum Bundesamt für Strahlenschutz dazu. Das gehört in den Bereich des Bundesumweltministeriums rein. Und das heißt, ich bin jetzt nicht unabhängig, sondern ich mache das natürlich im Interesse des Bundesamts für Strahlenschutz. Aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Bundesamt für Strahlenschutz ist eine wissenschaftlich-technische Bundesoberbehörde, die eigenständig arbeitet. Also die Frage, was wir wissenschaftlich herausbekommen in der Forschung und was wir wie bewerten, da sagt uns keine Verwaltung, kein Ministerium, das kommt da bitte am Ende raus, sondern wir folgen einfach nur den Fakten und ziehen daraus unsere Schlussfolgerungen. Aber der Unterschied ist eben, ja, ich arbeite letztendlich im Auftrag der Bundesregierung, egal welche das übrigens ist. Also klar, alte, neue spielt erstmal für uns keine Rolle. Klar. Genau. Okay. Angst vor 5G heißt ja unser heutiger Sendetitel. Unsere Region, wie du ja bestens weißt, hier in Wolfsburg, inklusive Braunschweig, Salzgitter und die weiteren Kommunen. Unsere Region ist ja sowas wie eine Modellregion für 5G. Eine sehr dynamische, weiter dynamisch wachsende Wirtschaftsregion auch, in der Wissenschaft und Forschung zu Hause sind, die auch für ja, zunehmende und fortschreitende Digitalisierung steht. Deswegen, um auf den Sendetitel nochmal zurückzukommen, müssen wir uns Sorgen machen, müssen wir Angst vor 5G haben und damit ja vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern, die unserer Gesundheit schaden könnten? Ich fange mal so an. Machst du dir Sorgen? Ich persönlich nicht. Kennst du Leute, die sich Sorgen machen? Na, es gibt Diskussionen. Keine Frage. Aber kennst du persönlich Leute, die sich Sorgen machen? Aus Diskussionen heraus kenne ich so ein paar wenige. Okay. Ja, ist eine Minderheit. Ja. Die da zum Beispiel, wenn man an der Autobahn A39 ne, diese Installation sieht, das hinterfragen schon welche und die, ich sag mal, nicht so den Hintergrund haben, ja, leiten da manchmal so ihre eigenen Erkenntnisse ab. Mhm. Mhm. Also es ist tatsächlich so, gibt es absolut keinen Grund, sich Sorgen zu machen, solange man sich an Grenzwerte hält. Was das mit den Grenzwerten auf sich hat, darauf gehe ich dann später nochmal ein. Mir ist nur erstmal dieser Punkt ganz wichtig. Solange Grenzwerte eingehalten werden, gibt es nach jetzigem wissenschaftlichen Kenntnisstand keinen Grund zur Sorge. Aber selbst wenn man dem nicht ganz glaubt und sich sagt, naja, vielleicht ist da doch an irgendeiner Stelle noch eine Sorge, gibt es sehr, sehr einfache Möglichkeiten, wie man sich selbst auch schützen kann. Und darauf gehen wir nachher auch noch ein. Was kann ich eigentlich selbst tun für meinen Schutz, wenn ich doch nicht hundertprozentig sicher bin? Ne? Und ich betone jetzt gerade immer nach aktuellem wissenschaftlichen Kenntnisstand. Ich möchte das noch kurz ausführen. Dieses ganze Thema Auswirkungen von Mobilfunk auf menschliche Gesundheit ist extrem gut untersucht. Seit Jahrzehnten wird das weltweit untersucht. Es gibt tausende Studien dazu. Und was wir machen bei unserer Einschätzung, bei unserer Risikobewertung, wir nehmen nicht eine Studie raus, sondern wir schauen uns sämtliche Studien an, schauen uns die Qualität der Studien an und versuchen dann eine Synthese, also quasi eine Zusammenfassung aus sämtlichen Studien zu machen und uns zu fragen, was ist das Gesamtbild, das sich da zeigt. Und das Gesamtbild ist tatsächlich sehr, sehr eindeutig. Es gibt nach jetzigem Stand keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Und an den Stellen, wo noch weitere Forschung nötig ist, es gibt ein paar kleine Detailfragen noch, die sehr spezielle Fälle betreffen. An den Stellen wird weiter geforscht. Das Bundesamt für Strahlenschutz macht selber dazu Forschung, gibt Forschung im Auftrag. Das heißt, selbst wenn man sagt, nicht alles ist perfekt erforscht, wir sagen, okay, und das erforschen wir noch. Und wenn wir herausfinden, dass es da doch Risiken geben sollte, werden wir das sofort auch öffentlich kommunizieren. Zu den Themen kommen wir noch, ne, was eventuell noch unerforscht ist oder nicht fertig erforscht ist. Aber wer legt diese Grenzwerte fest? Das ist ja eine internationale Geschichte. Du sagtest, ne, gibt es schon seit Jahrzehnten oder noch länger Untersuchungen dazu. Grenzwerte werden festgelegt. Wer legt die fest? Wer gibt die vor? Verändern die sich auch im Verlauf der Zeit? Ich fange mal so an, wie kommen die eigentlich zustande, diese Grenzwerte? Ne? Man untersucht, und nicht in einer Studie, also wirklich weltweit in hunderten Studien, untersucht man, okay, gibt es bei bestimmten Intensitäten von elektromagnetischen Feldern, also zum Beispiel von Mobilfunkstrahlung, gibt es da bei bestimmten Intensitäten dieser Felder, gibt es da irgendwelche Wirkungen am menschlichen Körper, die man zuverlässig nachweisen kann? So. Und es gibt eine Wirkung, die kann man zuverlässig nachweisen und die ist auch gesundheitsrelevant. Und das ist, diese elektromagnetischen Felder erzeugen im Körper Wärme. Der Körper wärmt sich dadurch auf. Das ist aber grundsätzlich erstmal nicht gefährlich. Ja, wenn du Sport machst,
wärmt sich dein Körper auch auf. Ne? Das ist nicht gefährlich deswegen, weil du eben nicht 24 Stunden am Stück Sport machst, sondern weil du dir nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde dann auch wieder die Pause gönnst und dann kühlt der Körper wieder runter. Ja? Wir sind ja auch nicht 24 Stunden am Tag zum Beispiel an unserem Mobiltelefon. So. Also wir telefonieren nicht die ganze Zeit, haben das nicht die ganze Zeit am Kopf. Deswegen diese Erwärmung, die passiert, die ist erstmal nicht so dermaßen dramatisch, weil sie nicht über einen langen Zeitraum ist und weil sie auch nicht intensiv ist. Und da kommen wir jetzt zu diesen Grenzwerten. Ne? Man hat also gemessen, ab einer bestimmten Erwärmung im Körper kann es zu körperlichen Schäden kommen, die interessant sind. So. Und dann hat man sich gesagt, was ist die unterste Intensität von elektromagnetischen Feldern, damit diese Erwärmung für den Körper riskant sein kann? Und hat dann nochmal, das ist der sogenannte Schwellenwert, hat dann nochmal darunter einen Reduktionsfaktor, nennt man das in der Wissenschaft, hat also gesagt, wir wollen gar nicht erst in die Nähe von diesem Schwellenwert kommen, sondern wir gehen nochmal ganz massiv darunter. Viele, viele Zehnerpotenzen, je nachdem, um welches elektromagnetische Phänomen sich handelt, Hunderterpotenzen also darunter. Genau, so ein Pufferbereich. Ne? Ich vergleiche das immer damit, Weitsprung, das kennt man, man nimmt Anlauf und springt in einen Sandkasten rein. Ne? Und man weiß, was der Weltrekord im Weitsprung ist. So. Das ist nicht so, dass man sagt, okay, nur bis dahin geht dann dieser Sandkasten, sondern es könnte passieren, dass jemand noch viel, viel weiter springt, auch wenn das bisher noch nie passiert ist. Und deswegen ist der Sandkasten noch immer viele Meter länger, als man erwartbarerweise davon ausgehen würde, dass jemand reinspringen würde. Es könnte eben sein, das ist dieser Puffer. Ne? Und den gibt es auch, wenn man den Schwellenwert nimmt, dann noch diesen Reduktionsfaktor nimmt, dann kommt man hin zu diesen Grenzwerten. So. Und diese Grenzwerte sind also ganz weit weg von dem, wo dein Körper sich hinreichend erwärmen könnte unter Maximalbelastung. Also wenn du das Handy 24 Stunden nonstop laufen lässt, ganz weit darunter. Deswegen, dein Körper erwärmt sich durch elektromagnetische Felder, aber diese Grenzwerte stellen sicher, dass es nie und nimmer sich so weit erwärmt, dass es irgendwie riskant für dich sein könnte. Nach jetzigem Stand der Forschung. Das muss ich am Ende mal dazu sagen, weil wir nehmen auch ernst, dass Forschung niemals hundertprozentige Sicherheit, egal bei welchem Thema, geben kann. Diese Grenzwerte, das ist ein letzter Hinweis noch dazu, diese Grenzwerte werden im Alltag von Menschen noch nicht mal annähernd ausgeschöpft. Also wir machen Messungen dazu und es ist so, dass ein typischer Mensch in seinem Alltag ungefähr 1-2% des Grenzwertes ausschöpft. Und selbst wenn Menschen sich ganz viel Mühe geben, also ein schönes Beispiel ist, wenn du in Berlin am Alexanderplatz bist, da sind sehr viele Mobilfunkmasten, sehr viele Handys, sehr viele Menschen dicht gedrängt und so. Ballon, ne? Ja. Also da gibt es grundsätzlich eine sehr hohe elektromagnetische Exposition, nennen wir das, ausgesetzt sein. Selbst dort kommst du, wenn du Glück hast, vielleicht mal auf hohe 2%, 3% oder so, du kommst nicht annähernd an diesen Grenzwert, also an diese 100% ran. Und nochmal, selbst wenn du daran kommen würdest, bist du noch um viele Zehnerpotenzen unterhalb dessen, wovon wir wissen, dass es da Risiken für die Gesundheit geben könnte. Einfach ganz weit weg. Und deswegen, ich habe es jetzt sehr ausführlich erklärt, diese Grenzwerte schützen uns. Diese Grenzwerte werden nicht annähernd ausgereizt. Und deswegen, es ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht gefährlich für uns Menschen. Und das sowohl im niedrig- als auch im hochfrequenten Bereich? Gibt es da Unterschiede, Besonderheiten? Genau, also vielleicht kurz zur Erklärung, was ist das, also wenn wir jetzt über hoch- und niedrigfrequent reden. Hochfrequent ist letztendlich, wer sich ein bisschen auskennt in der Physik, einfach hohe Frequenzen. Das heißt, die Wellenlängen von den Wellen, über die wir dann reden in den Feldern, die sind sehr kurz, ne? Zentimeter, Millimeterbereich und so. Und das ist ein Phänomen, was uns unter anderem eben beim Mobilfunk begegnet, was uns auch bei Mikrowellen zum Beispiel begegnet. Ne? Das ist sogenannter Hochfrequenzbereich. Und Niederfrequenzbereich, das heißt mit sehr, sehr langen, kilometerlangen Wellenlängen teilweise. Das ist ein Bereich, was uns, oder das ist ein Thema, was uns vor allem da begegnet, wo elektrischer Strom fließt. Gleichstrom, Wechselstrom fließt, also bei Stromnetzen, tatsächlich auch bei deiner Steckdose zu Hause, bei deinem Rasierapparat, den du dir ins Gesicht hältst und so weiter und so fort. Beides sind elektromagnetische Felder. Es gibt ein paar physikalische Unterschiede, aber im Wesentlichen beides erstmal elektromagnetische Felder. Bei den Niederfrequenten gibt es zusätzlich noch magnetische und elektrische, die kontrollieren wir auch. Und
Es gibt aber tatsächlich bei den Wirkungen gibt es ein paar Unterschiede. Und das ist ganz interessant. Also wenn wir im Hochfrequenzbereich sind, Mobilfunk oder Mikrowelle oder so, da geht es tatsächlich darum, wir wissen über diese Erwärmung Bescheid. Ne? Und wir wissen, dass das nach jetzigem Kenntnisstand die einzige relevante Auswirkung auf den menschlichen Körper ist, die irgendwie zu Gefahren führen könnte, wenn es zu viel wäre, wovor uns die Grenzwerte schützen. Und im niederfrequenten Bereich, da ist es so, auch da gibt es Grenzwerte, die schützen uns auch, das schicke ich gleich vorweg, aber die Wirkungen auf den Körper sind andere, die den Körper beeinflussen. Da geht es also nicht um Erwärmung, sondern da geht es darum, diese niederfrequenten elektromagnetischen Felder, die können dafür sorgen, dass im Körper, wo ja auf biologischer Ebene, auf Zellebene, auf Nervenebene eben auch Ströme fließen, ganz normal im menschlichen Körper, dass das sozusagen miteinander in Schwingung gerät, sage ich jetzt mal ganz einfach. Ne? Und das heißt, es kann sein, dass du mal so eine Zuckung hast, dass ein Muskel einfach mal zuckt durch ein niederfrequentes Feld. Das ist vollkommen harmlos. Was Ähnliches, was auch passieren kann, ist zum Beispiel, wenn du unter einem Starkstrom, unter einer Starkstromleitung durchgehst, dann kann es sein, dass du so einen kleinen Stromschlag bekommst. Wie wenn du eine Jacke ausziehst aus Wolle und dann irgendwie jemand anders anfasst, die Hand schüttelst oder so, so einen kleinen Stromschlag. Das kennen wir alle, dieses Phänomen. Fühlt sich vielleicht unangenehm an, wir wissen aber auch, es ist ungefährlich. Ne? Und so verhält sich das im Grunde auch bei niederfrequenten Phänomenen. Auch das ist ganz, ganz breit erforscht. Es gibt ein paar Sachen, die noch nicht hinreichend erforscht sind, wo wir dran sind, das zu erforschen. Aber grundsätzlich können wir auch dort Entwarnung geben. Nach jetzigem Kenntnisstand gibt es auch dort für die allermeisten Menschen keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen, keine Risiken, vor denen man sich irgendwie fürchten muss. Aber von dieser Wirkung des Stromstoßes, von dem du eben sprachst, ne, Nähe von Hochspannung, ist eventuell vergleichbar mit, wie wir es früher als Kinder oder auch jetzt, wenn sich Pullover aufladen, genau. Ja, oder wie auch immer. Genau. So würde ich das vielleicht vergleichen. Kann man das genau, machen? Absolut. Ja. Also das ist das eine, was passieren kann. Das andere ist einfach, dass so ein Muskel einfach zuckt. Ja. Ne? Ja. Und auch das sind Phänomene, die sind sehr, sehr selten. Also wenn du mit Leuten, du bist ja auch ein Mensch, der viel wandert und ja. Rad fährt und so, ja. Wenn du mal unter einer Starkstromleitung durchfährst, ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast, hin und wieder merkt man das. Ja, bisher ja. Nicht. Ja. Bisher nicht. Das ist ja. Der Punkt, es passiert so selten, ja. Dass man das merkt. Mhm. Und das gibt schon einen Hinweis darauf, dass auch diese Sachen extrem selten passieren, ganz einfach. Und die sind ungefährlich. Ne? Mhm. Und die Sachen, die möglicherweise doch gefährlich sind, nochmal, die werden auch von uns ausführlich erforscht. Also das Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder hat aktuell 50 Forschungsvorhaben, Forschungsprojekte, die in Ausschreibung sind oder durchgeführt werden, wo wir die letzten Fragen, die noch offen sind, klären oder klären lassen, also wo wir Forschung vergeben, dann auch extern an Universitäten zum Beispiel, TU Braunschweig, mit der arbeiten wir auch eng zusammen. Und da gibt es eben noch so ein paar kleine Details, die sind kein Grund jetzt, dass man sich große Sorgen macht, große Ängste hat. Aber wo wir eben sagen, Strahlenschutz, unser Auftrag, heißt, dass wir jeder Frage nachgehen, jedem wissenschaftlichen Hinweis nachgehen und auch kleine, also Sachen, die möglicherweise nur in geringem Maße und für nur ganz, ganz wenige Menschen Risiken darstellen könnten, dass wir auch die untersuchen. Komplexes Feld, steckt viel dahinter und ich merke auch, du hast da in der kurzen Einarbeitungszeit im Kompetenzzentrum für elektromagnetische Felder in Cottbus schon einiges dir beigebracht, aber ich glaube, du hattest auch vorher schon eine physikalische Affinität eventuell, kann man das ja, so sagen? Ich, bevor ich mich für Medien entschieden habe, Journalistik studiert habe, habe ich ein Jahr lang Physik studiert. Okay. Und ich habe tatsächlich nicht aufgehört, weil es mir nicht gelegen hat, sondern weil ich einfach Kommunikation und wie Kommunikation funktioniert zwischenmenschliche, damals noch einen Tick spannender fand. Und ich bin unglaublich froh, dass ich jetzt beides miteinander verknüpfen kann. Niemand da draußen muss sich übrigens Sorgen machen. Ich selbst bin kein Physiker, ich bin kein Naturwissenschaftler. Ich maße mir auch nicht an, dass ich diese Forschung mache oder die bewerte. Dazu haben wir in unserem Kompetenzzentrum unglaublich viele Leute, die sich da richtig, richtig gut auskennen. Und das heißt, was ich jetzt hier mitnehmen kann, was ich jetzt hier berichte, das ist einfach, wenn man so will, der Common Sense. Das sind Sachen, die sind so allgemein bekannt, ne, dass auch ich als jemand, der ein informierter Laie ist, der jeden Tag sich damit beschäftigt, jeden Tag mit Physikern, Biologen und so weiter darüber spricht, der das eben auch ein bisschen kapieren kann. Ja? Aber wer es gerne noch
technischer will, noch wissenschaftlicher will, kann das auf unserer Webseite www.bfs.de, Bundesamt für Strahlenschutz, kann da natürlich noch sehr viel tiefer in die Materie reingehen, sich in die Forschung einlesen und so weiter und so fort. Aber ich denke, heute geht es eher darum, so ein bisschen allgemein über Sorgen zu reden, Risiken zu reden. Und da reicht das so auf der Oberfläche. Genau. Ich habe aber schon einiges gelesen. Also wenn man sich da reingräbt, auch in die von dir eben genannte Internetseite, das ist schon hochinteressant. Ich bin da, glaube ich, dann plötzlich mal wirklich eine Stunde da unterwegs gewesen, weil es sind viele, viele Facetten, die dann eine Rolle spielen. Nicht alle Menschen folgen ja diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die die elektromagnetischen Felder als ungefährlich ausweisen und beweisen. Ne? Erkenntnissen, die ja dann quasi auch von offiziellen Fachstellen in die Öffentlichkeit kommuniziert werden, wie eben von dem Kompetenzzentrum, in dem du arbeitest, wie eben vom Bundesamt für Strahlenschutz und, und. Das ist ja kein einfaches Feld. Wie muss man heutzutage kommunizieren, um glaubwürdig zu sein? Es gibt tatsächlich Menschen, die, ich sag mal, grundsätzlich anderer Ansicht sind als das Bundesamt für Strahlenschutz und die eben elektromagnetische Felder für riskant halten. Und diese Risikobewertung, mir ist es ganz wichtig, das zu betonen, diese Risikobewertung wird auch von einigen wenigen WissenschaftlerInnen weltweit geteilt, aber von wirklich der gigantischen Mehrheit der WissenschaftlerInnen wird sie nicht geteilt. Und das ist eine ganz normale Sache in der Wissenschaft. Es gibt immer, und davon lebt Wissenschaft auch, dass es da auch ein gewisses Dissens gibt, dass man auch mal eine abweichende Meinung hat und so weiter und so fort. Ne? Mir ist es nur wichtig, das zu betonen. Es gibt also nicht nur Leute, die fehlgeleitet sind, sondern es gibt auch einige wenige WissenschaftlerInnen, die eben auch sagen, Moment, das wir haben hier eine andere Risikobewertung. Wir denken, das ist riskanter als das Bundesamt für Strahlenschutz und wie gesagt weltweit praktisch jede andere öffentliche Einrichtung, jede Forschungseinrichtung, bis auf extrem wenige Ausnahmen. Also das ist ganz wichtig, das vorwegzuschicken. Die Laien, also nicht die Expertinnen, sondern die Laien, die sich mit dem Thema beschäftigen und sich Sorgen machen, da sind ganz, ganz häufig sind das immer wieder dieselben Mechanismen, die wir da erleben. Ein Mechanismus ist eben, dass die sich aus den Tausenden von Studien, die es dazu gibt, suchen die sich die ganz wenigen raus, die eben doch sagen, es gibt hier Risiken. Vergleicht das mit dem Klimawandel. Es gibt auch ein paar wenige WissenschaftlerInnen, soweit ich weiß, 2% der wirklichen FachwissenschaftlerInnen weltweit, was Klima angeht, sind der Ansicht, der Klimawandel ist nicht menschengemacht oder vorrangig menschengemacht. Und 98% sind eben der Ansicht, das ist eben so, es ist falsch. So. Und ähnlich ist es auch bei diesem Thema. Es gibt ein paar wenige Abweichende. Und die Laien, die sich dann damit beschäftigen und sich Sorgen machen, die greifen ganz häufig sich einfach nur das raus, was diese wenigen Studien sagen. Ja, und sagen, aber da steht doch, aber da ist doch das und das. Ne? Wir nennen das Rosinenpickerei. Ne? Was wir machen, ist ja nicht, wir ignorieren nicht die, die da eine abweichende Meinung haben, die WissenschaftlerInnen, sondern wir betrachten alle Studien. Also von 100 Studien betrachten wir 100. Nicht 2, nicht 98, sondern 100. So, ja. Das ist ein Problem. Also das heißt, uns passiert es häufig, wenn wir in Dialog sind mit BürgerInnen, das machen wir sehr viel, dass die dann sagen, aber in dieser einen Studie wurde das und das gezeigt. Und dann sagen wir, das stimmt. Und wir schauen auf das gesamte Bild, nicht auf dieses einzelne Puzzleteil drauf. Und es ist tatsächlich auch so, und das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, wir sagen nicht, dass die einzelnen Studien notwendig falsch liegen, sondern wir nehmen die zum Anlass zu sagen, gibt es da noch eine Forschungslücke? Müssen wir da noch mal genauer drauf schauen? Ja? Und wie macht Wissenschaft das? Wissenschaft sagt, in so einem Feld, wo es eine, sagen wir mal, eine fast einhellige Meinung gibt in der Wissenschaft, wie bei unserem Thema hier. Ne? Da sagt Wissenschaft, jedes Mal, wenn es eine Studie gibt, die davon abweicht, von dieser einhelligen Meinung, dann müssen wir die reproduzieren. Also wir sagen nicht, die ist doof, sondern wir sagen, wir müssen nochmal dieselbe Studie durchführen und sehen, ob das Ergebnis nochmal so ist. Ob da nochmal rauskommt, das ist riskant, meinetwegen. Ne? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir machen das im Grunde die ganze Zeit. Ne? Wir sehen, es gibt eine einzelne Studie, meinetwegen aus Italien, die sagt, es gibt Risiken. Oder aus Bremen, es gibt Risiken, ist völlig egal, woher. Dann sagen wir nicht, ach, das stimmt nicht, weil wir haben ja 98 Studien, die was anderes sagen. Denn wir sagen,
wir müssen genau dieselbe Studie nochmal durchführen lassen. Das geben wir dann in Auftrag oder führen es selber durch und gucken, kommt dasselbe Ergebnis nochmal zustande. Bisher ist das, wenn wir auf Mobilfunk schauen, nicht ein einziges Mal gelungen. Es ist bisher nicht ein einziges Mal gelungen, dass man eine Studie, die sagt, es gibt Risiken, dass man diese Ergebnisse reproduzieren kann, dass die nochmal rauskommen, wenn man dieselbe Studie nochmal macht. Und da schrillen bei WissenschaftlerInnen die Alarmglocken. Da sagt man, okay, wenn wir das Ergebnis nicht reproduzieren können, können wir nicht zuverlässig davon ausgehen, dass diese Studie tatsächlich etwas aussagt, was der Fall ist. Ja? Wir sagen dann immer noch nicht, die ist doof, wir probieren es nochmal, wir versuchen es nochmal zu reproduzieren. Wenn es wieder nicht klappt, nochmal. Aber irgendwann sagen wir dann, okay, anscheinend war bei der Studie irgendwas los, was nicht so richtig hingehauen hat in der Wissenschaft und deswegen ist die aus unserer Sicht nicht für die Gesamtbewertung relevant. So, ich habe jetzt einen sehr langen Bogen gespannt, aber ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, so funktioniert Wissenschaft. Da wird nicht gesagt, ach, die anderen, das ist doof, sondern wird gesagt, nee, die fordern uns heraus, wir nehmen die Herausforderung an, wir versuchen das nachzuweisen. Und ganz ehrlich, wenn es Risiken gäbe bei Mobilfunk, dann möchte ich das doch auch wissen. Dann möchte ich mich doch auch davor schützen. Ja, wir untersuchen das und bisher hat sich schlicht noch nicht ein einziges Mal so ein kritisches, so ein riskantes Ergebnis so wiederholt, dass man das dann so einschätzen musste. Und das ist ein Punkt, der in der Kommunikation mit Menschen, die eben als MobilfunkgegnerInnen meinetwegen auftreten, der für diese Menschen schlicht, das wollen die nicht nachvollziehen. Ja, die wollen darauf beharren, die eine Studie hat es einmal gezeigt, also ist es so. Und wir versuchen dann eben, wie ich das eben auch gemacht habe, wir versuchen dann zu erklären, so funktioniert Wissenschaft nicht. Da geht es nicht um eine einzelne Studie, da geht es um die Gesamtschau aller Studien. Ja? In der Regel bei Menschen, die schon sehr lange der Überzeugung sind, Mobilfunk ist riskant, hilft das nichts. Vergleiche das mit, sagen wir mal, Corona oder allgemein mit Impfungen. Ne? Menschen, die schon sehr lange dagegen waren, kannst du ganz schwer durch Sachargumente überzeugen. Ja. Ja? Wir kommen ja nachher noch zu einer repräsentativen Umfrage. Aber ich möchte jetzt die Hoffnung, ich möchte jetzt mit einem hoffenden Punkt aussteigen. Die meisten Menschen, die so ein bisschen sich Sorgen machen, die sind noch nicht ewig dabei, dass die sagen, Mobilfunk ist falsch und da ist gefährlich oder so, sondern die sind meinetwegen im Internet mal falsch abgebogen und haben was gelesen, was eben falsche Informationen sind, Fehlinformationen, tatsächlich auch Desinformationen gibt es auch bei diesem Thema. Oder einfach, dass sie was falsch interpretiert haben. Und da hilft es dann häufig, wenn man erklärt, so funktioniert Wissenschaft. Diese konkrete Studie, die Sie gelesen haben, die Sie verunsichert haben, die ordnen wir so und so ein. Und da sagen die dann häufig, okay, jetzt kapiere ich es besser. Jetzt habe ich die Gesamtschau gesehen, jetzt verstehe ich ein bisschen besser, wie das Ganze funktioniert und jetzt sind die Sorgen ein bisschen geringer. Ne? Aber es ist kein einfaches Ding, weil die Menschen machen sich ja keine abstrakten Sorgen. Die Menschen, die sich an uns wenden, das ist die Mutter, die sich Sorgen macht, wenn sie mit ihrem Tablet zu Hause sitzt, während das Baby daneben sitzt, ob das Baby davon Schäden trägt. Ja. Ja. Das sind Alterssituationen. Ne? Genau, genau. Und das heißt, dass die sich Sorgen machen und dass die auch auf Nummer doppelt sicher gehen wollen, dass sie sich selbst oder anderen nicht schaden, das verstehen wir, das geht uns ja auch so. Ne? Und letztendlich für uns ist der Punkt, es gibt keinen guten Grund, nach jetzigem Stand der Wissenschaft sich Sorgen zu machen. Wenn du dir trotzdem Sorgen machst, haben wir ein paar Empfehlungen, was du machen kannst, um auch das Restrisiko, was wissenschaftlich niemals ausgeschlossen werden kann bei keinem Thema, um das noch weiter zu minimieren. Das kannst du dann gerne machen. Du musst es nicht machen, kannst du aber machen. Aber wenn du gegen die Wissenschaft glaubst, es gibt da ein Risiko, dann können wir da nicht sinnvoll, also was sollen wir da noch sagen? Wir sind eine wissenschaftliche Behörde. Mhm. Ne? Mhm. Ja, wie von erwähnt, du bist ja für diese Kommunikation nicht nur in der Behörde, sondern viel, viel unterwegs. Heute direkt aus Cottbus gekommen und morgen geht es dann weiter nach Hannover. Bist mit den verschiedensten Zielgruppen natürlich im offenen Dialog, wie auch gerade geschildert. Welche Fragen werden aber besonders häufig heutzutage
ganz aktuell von den Menschen gestellt. Welche Fragen musst du am meisten beantworten? Es gibt eine Frage, die ist so häufig, das sticht total heraus. Ja. Menschen wollen gerne den SAR-Wert ihres Handys wissen. Was ist der SAR? Hast du das schon mal gehört, SAR-Wert? Ja. Bin noch nicht tiefer eingestiegen. Technischer Wert, das ist die sogenannte spezifische Absorptionsrate. Die beschreibt so ungefähr, für Laien zu erklären, ich habe ja vorhin gesagt, so ein Handy, wenn man das verwendet, das wärmt den Körper ein bisschen auf. Und mit dieser spezifischen Absorptionsrate kann man angeben, wie ein Handymodell, wie stark das den Körper aufwärmt im Gegensatz zu einem anderen Handymodell und zu einem dritten Handymodell. Und die Hersteller von Handys sind verpflichtet, in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, dass die das sogar in die Anleitung reinschreiben, die spezifische Absorptionsrate, oder auf ihrer Webseite bekannt geben. Und damit kann man letztendlich so ein bisschen vergleichen. Wenn ich mir große Sorgen mache um gesundheitliche Risiken, welches Handy kaufe ich dann? Dann guckst du in die Liste rein und nimmst eins mit einem relativ geringen Wert, und dann bist du auf der sichereren Seite. So. Übrigens, die mit dem geringen Wert sind nicht unbedingt die teuren Handys, muss ich gleich dazu sagen. Aber alle müssen die Grenzwerte einhalten, natürlich. Logisch, sowieso. Wobei, jetzt wird fast ein bisschen zu speziell. Ja. Die Hersteller sind verpflichtet, diese Angabe zu machen und die Grenzwerte einzuhalten. Aber die Grenzwerte, da gibt es sozusagen einerseits Bestimmungen, die sich darauf beziehen, wie ist das mit Endgeräten, also das, was du am Körper trägst. Und dann gibt es nochmal Grenzwerte für die Mobilfunkstationen, von denen gesendet wird, oder für die Stromnetze oder so. Ne? Das funktioniert ein bisschen unterschiedlich. An beiden Stellen ist aber sozusagen dafür gesorgt, dass Grenzen nicht überschritten werden können, wo es riskant ist. Aber trotzdem, du sagst dir vielleicht, ich möchte auf Nummer sicher gehen. Und dann guckst du dir die spezifische Absorptionsrate an. Muss jeder Hersteller angeben. Das heißt, du könntest auch einfach in deiner Anleitung blättern oder auf der Webseite nachschauen und den Hersteller anrufen. Aber erstaunlich viele Leute fragen ihn bei uns nach. Und das ist völlig in Ordnung auch. Also wir haben uns daran gewöhnt und wir beantworten das auch gerne. Wir führen auf unserer Webseite bfs.de, führen wir darüber eine Liste, die wir auch ständig aktualisieren für die neuen Modelle. Okay. Ja, und da fragen dann eben Leute, die sagen, ich habe Handy XY, was ist da die spezifische Absorptionsrate? Das ist das allerhäufigste tatsächlich. Okay. Das ist eine spannende Sache, weil letztendlich, da geht es ja gar nicht so sehr um Skepsis, sondern einfach nur um so ein Auskunftsbedürfnis. Ja, ne? Also das ist das Häufigste. Das Zweithäufigste, wenn wir über Hochfrequenz, also über Mobilfunk reden, ist tatsächlich die Frage, wie kann ich denn mich schützen im Hinblick auf die Endgeräte, die ich an meinem Körper trage oder nah an Kindern dran sind oder so. Aber auch, wie ist das denn mit Sendeeinrichtungen, also mit Mobilfunkmasten? Oder auch mit WLAN-Routern, zum Beispiel in Schulen, das ist ein riesiges Thema. Ne? Gibt es da Risiken? Worauf muss man da achten? Oder sollte man das überhaupt machen? Also die Mobilfunkgegner sind auch immer dagegen, dass man WLAN in Schulen zum Beispiel bringt. Und das ist dann eben auch ganz häufig. Und auch da läuft es wieder auf genau das hinaus, was ich sage. Also wir antworten denen für den spezifischen Fall jeweils, das sind die Grenzwerte oder das sind die Phänomene, die da auftauchen. Das ist der Grund, warum sie sich keine Sorgen machen brauchen. Aber wenn sie trotzdem noch ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen können, können sie das und das machen. Und dann ist letztendlich auch bestmöglich für alles gesorgt. Ne? Wie sind die Fragen zu 5G hier eingebettet? Die werden natürlich im Zuge dessen, was du gerade geschildert hast, mitgestellt. Weil total. Ja, es ist gut, dass du das nochmal sagst. Ja. Es ist gut, dass du das nochmal erwähnst, weil da muss ich eins dazu sagen. Aus wissenschaftlicher, also aus technischer Sicht, ist an 5G als elektromagnetisches Feldphänomen nicht so viel Interessantes dran. Deswegen, weil 5G auf physikalischer Ebene nicht anders ist, nicht nennenswert anders ist, als das schon 4G und 3G waren. Insbesondere 3G. Diese Wirkung, diese Erwärmung, die ich vorhin beschrieben habe, die hängt tatsächlich damit zusammen, wie groß ist die Wellenlänge. Ja, je kleiner die Wellenlänge, größer die Frequenz ist, desto höher grundsätzlich die Erwärmungsfähigkeit, ne? Desto geringer auch die Eindringtiefe dann. Und 5G verwendet Stand jetzt im Grunde genommen die gleichen Frequenzen, die bis vor einem Jahr noch 3G verwendet hat. Die wurden jetzt nach und nach abgeschaltet in Deutschland, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ja, die wurden abgeschaltet und das ehemalige 3G-Netz, also UMTS, darunter kennen es die meisten vielleicht noch, das ist jetzt die Frequenzen, die jetzt 5G verwendet. Und nochmal, Frequenz ist für diese Wärmesache die einzig relevante Kenngröße, und damit ist das Phänomen aus unserer Sicht eigentlich nicht interessant. Aber natürlich,
öffentliche Wahrnehmung ist da wieder anders. 5G, ja, neue Technologie. Ja, genau. Was wissen wir denn darüber überhaupt schon? Ne? Und wissen wir denn, ob das gefährlich ist, harmlos ist? Bei mir um die Ecke soll ein 5G-Sendemast gebaut werden. Ist das gefährlich für mich, für meine Kinder und so weiter? Und ein Standardpunkt, den wir letztendlich fast immer dann auch bringen müssen in der Antwort ist, es ist nichts anderes, als wir vorher auch schon hatten mit 3G oder 4G. Ne? Es ist nichts anderes und deswegen gibt es keinen Grund, wenn man sich über 3G keine Sorgen gemacht hat, sich jetzt über 5G Sorgen zu machen. Ja? Es gibt eine kleine Ausnahme, die ist aber für den Alltag der Menschen, also im normalen Alltag, absolut irrelevant. Die wird im industriellen Zusammenhang eine Rolle spielen. Man wird demnächst irgendwann auch 5G in ganz, ganz hohen Frequenzen noch machen. Das sind Frequenzen, die bisher im Mobilfunkbereich nicht eingesetzt werden. Aber diese hohen Frequenzen bedeuten auch wiederum, ich will jetzt nicht auf die physikalischen Details eingehen, dass die Reichweiten, die Sendereichweiten sehr, sehr klein werden. Ne, je höher die Frequenz ist, desto geringer ist die Reichweite, wie man ein Signal verbreiten kann. Ne? Und das heißt, die Reichweite, die so ein 5G-Sendemast in diesem Höchstfrequenzbereich hat, die ist extrem gering. Und deswegen wird das nur in Fällen zum Beispiel, wo es um, wir nennen das Internet of Things, wo es zum Beispiel in einer Industrieanlage, in einer komplexen Industrieanlage, Volkswagen oder so darum geht, dass tatsächlich Maschinen, die relativ nah aneinander stehen, autonom miteinander kommunizieren, Daten austauschen und so weiter. Da ist schlicht kein Mensch im Alltag in der Nähe. Und selbst wenn ein Mensch mal kurz in der Nähe wäre, es spielt keine Rolle. Wir denken wieder an Sport. Du kannst einen Sprint machen von 100 Meter, kurz dich richtig erhitzen. Das kann dein Körper wunderbar ab. Solange du nicht 24 Stunden am Stück sprintest, spielt es keine Rolle. Ne? Also das heißt, diese Höchstfrequenzen, da wird es für alltägliche Situationen für die meisten Menschen keinen großen Berührungspunkt geben. Aber trotzdem untersuchen wir das, erforschen wir das, gibt es in diesem Bereich, bei diesen Frequenzen, die bisher im Mobilfunk eben nicht im Einsatz waren, gibt es da möglicherweise doch gesundheitliche Risiken. Auch wenn das, wie gesagt, für die meisten Menschen niemals ein Berührungspunkt sein wird, der irgendwie relevant sein wird. Trotzdem untersuchen wir es, trotzdem wollen wir es wissen und trotzdem wollen wir dann auch, wenn wir es erforscht haben, öffentlich darüber informieren. Stellst du bei deinen Touren durchs Land, bei der Kommunikation jetzt nach wenigen Monaten irgendwelche Unterschiede fest in den Auffassungen, in den Meinungen? Unterschiede meine ich jetzt zwischen Nord und Süd oder Ost und West oder Stadt und ländlichem Raum? Grundsätzlich ist das eine Frage, die wir tatsächlich auch in der Forschung betrachten. Also Risikokommunikation als Kommunikationsforschung und Sozialforschung fragt sich eben auch, was sind denn die Faktoren, die dafür sorgen, dass Menschen sich über bestimmte Themen Sorgen machen und über andere Themen nicht Sorgen machen. Ne? Also mal ein Vergleich. Die Wahrscheinlichkeit, dass elektromagnetische Felder irgendeine Art von Krebs erzeugen, die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist extrem gering. Es gibt bisher keine zuverlässigen Modelle, die das irgendwie darstellen würden, warum das Krebs erzeugen sollte. Aber wissenschaftlich ist es nicht hundertprozentig ausgeschlossen. Wir sind ziemlich sicher, aber niemals hundertprozentig sicher. Wir wissen aber wissenschaftlich sehr gut, und zwar nicht Bundesamt für Strahlenschutz, sondern als Gesellschaft, wir wissen zum Beispiel, dass Fleischkonsum extrem stark mit Krebs korreliert oder dass Alkoholkonsum extrem stark mit Krebs korreliert. Ne? Worauf ich hinaus möchte, wir wollen gerne herausfinden, nicht nur gibt es bestimmte Menschen, die besonders ängstlich sind generell, sondern meistens ist es so, dass Menschen eine Risikowahrnehmung haben, die sehr subjektiv ist. Die nehmen bestimmte Risiken, die objektiv da sind, gar nicht wahr, weil sie sich sehr stark daran gewöhnt haben. Zum Beispiel Alkoholgenuss. Ja? Und auf der anderen Seite Risiken, die vielleicht gar nicht objektiv so groß sind wie elektromagnetische Felder, die nehmen sie aber bedeutend stärker wahr. Und das ist eine Forschungsfrage, die wir uns auch stellen. Ja, wie ist das denn? Mit welchen Merkmalen, also gibt es bestimmte Merkmale, sozioökonomische Merkmale, sagt man dann zum Beispiel, ne, oder regionalspezifische Merkmale, die einen starken Bezug dazu haben, worüber sich Menschen Sorgen machen, welche Risiken Menschen wahrnehmen. Und das sind bei uns natürlich, bezieht sich das immer auf diese elektromagnetischen Felder. Die Forschung ist noch nicht so weit, aber wir haben ein paar Vermutungen aus unseren, sagen wir mal, Alltagserfahrungen. Wir kriegen zu elektromagnetischen Feldern generell und insbesondere zu Mobilfunk unglaublich viele Anfragen aus Süddeutschland. Also Menschen, die sich Sorgen machen oder tatsächlich explizit Gegner davon sind.
Bayern, Baden-Württemberg. Ja, ich würde mal sagen, mindestens 3/4 aller Anfragen kommen aus diesen Regionen. Ja, und umgedreht hast du, je weiter du nach Norden gehst, hast du deutlich weniger Fragen. In Norddeutschland ist das ein deutlich geringeres Thema. Im Ost-West-Vergleich haben wir das nicht so stark, dieses Gefälle. Ja, wir haben ein gewisses Gefälle nach unserer Wahrnehmung auch. Je weiter du nach Westen gehst, desto mehr gibt es Sorgen, die sich aber nicht unbedingt auf Mobilfunk beziehen, sondern eher auf Stromnetze beziehen, also niederfrequente Felder beziehen. Und das ist auch erstmal verständlich, weil Stromnetzausbau ist natürlich im Rahmen der Energiewende auch in Westdeutschland, in den Industrieregionen, Ruhrpott und so, ist einfach auch ein großes Thema. So. Es gibt eine Vermutung, warum es diese regionalen Unterschiede gibt, die gar nichts mit den Regionen selbst zu tun haben. Wir alle wissen, dass in Süddeutschland das durchschnittliche Einkommen oder der durchschnittliche Wohlstand, sagen wir es allgemeiner, deutlich höher ist als in Norddeutschland. Ein paar Ausnahmen gibt es natürlich, Schleswig-Holstein, Sylt oder so. Ne? In Süddeutschland haben Menschen mehr Einkommen im Schnitt. So. Und wir stellen tatsächlich fest, dass grundsätzlich solche Fragen sich Sorgen machen über bestimmte Risiken, obwohl die Wissenschaft sagt, es gibt keinen wirklich guten Grund, sich da Sorgen zu machen. Dass das eher eine Sache ist, wo Leute mit eher einem höheren Durchschnittseinkommen dazu neigen. Ne? Man könnte fast so ein bisschen sagen, so ein Wohlstandsthema. Ne? Also ich habe keine Sorgen, mich zu fragen, wie ernähre ich meine Kinder oder welche Schule oder so. Das ist alles geklärt. Ne? Jetzt mache ich mir dann Sorgen über Dinge, die für andere Leute, die sich Sorgen machen müssen, um das täglich Brot schlicht überhaupt nicht thematisiert sind. Und das soll jetzt nicht heißen, das ist mir ganz wichtig, worüber sich Menschen Sorgen machen, das ist eine absolut subjektive, persönliche Sache. Ne? Und es soll nicht heißen, dass die einen Sorgen wichtiger sind als die anderen, aber wir stellen eben fest, je höher der Wohlstand ist, vermutlich steigt damit auch die Sorge vor zum Beispiel Risiken von elektromagnetischen Feldern. Und das können wir übrigens auch auf die Region Südostniedersachsen ein bisschen runterbrechen. Ja? Ja. In Südostniedersachsen ist es so, es gibt einen Landkreis, der deutlich wohlhabender ist als alle anderen. Das ist weit bekannt, das ist der Landkreis Gifhorn. Der Landkreis Gifhorn hat tatsächlich eine im Vergleich zu den anderen Landkreisen relativ starke mobilfunkskeptische Bewegung. Also da gibt es tatsächlich so einen Kern von Leuten, die sehr, sehr eisern darum kämpfen, dass es keinen Mobilfunk, keinen 5G-Ausbau gibt. Und das gibt es sonst in der Region hier nach meinem Wissensstand überhaupt nicht. Ja, also auch da zeigt sich im Kleinen wieder das, was wir im Großen letztendlich auch beobachten. Ja, ich habe manchmal überlegt, ob das auch mit Herkunft zu tun hat. Historische Gründe hat, besondere Verbundenheit, ich sage jetzt mal mit Heimat, mit Natur, mit Land, ne? Weil du gerade Gifhorn sagtest oder gerade Bayern, Baden-Württemberg, die da möglicherweise noch andere Traditionen pflegen, was Heimat, was Naturverbundenheit, Umweltverbundenheit angeht und alles, was dann zu technisiert daherkommt, in diesen ursprünglich sehr naturell geprägten Gegenden, ist erstmal nicht so geheuer. Das ist ein Punkt, den wir, also wie gesagt, wissenschaftlich gesichert kann ich das nicht sagen, klar. Aber es ist eine Vermutung, es ist eine Hypothese, die wir so auch haben. Mhm. Ne? Und wir stellen eben fest, dass es so gewisse Korrelationen gibt, Technikskepsis. Ne? Mhm. Wenn du sagst, Leute, die eher traditionell leben zum Beispiel, möglicherweise auch die Frage, wie stark man sich einer Religion verbunden fühlt. Ja. Ne? Weil das ja wiederum auch mit einer gewissen Technikskepsis zumindest korreliert. Ne? Und das ist gut möglich, dass es da einen Zusammenhang gibt. Mhm. Wir stellen tatsächlich eben fest, und nochmal, das ist noch nicht wissenschaftlich belegt, das sind unsere Alltagserfahrungen. Wir stellen tatsächlich fest, die Argumente, die Gründe, die Beweggründe für, sagen wir mal, Mobilfunkgegnerschaft, die weisen sehr viele strukturelle Ähnlichkeiten auf zu einer generellen Technikskepsis. Auch zu einer generellen Skepsis gegenüber öffentlichen Einrichtungen, also das Bundesamt für Strahlenschutz, na, ihr seid doch von der Lobby gekauft oder ihr seid doch ja der Staat, ne, was die mit uns alles machen wollen und das, dem können wir eh nicht vertrauen. Und also da gibt es so ein gewisses Misstrauen, einfach einerseits gegenüber Technologie, andererseits gegenüber öffentlichen Stellen, das da auch sehr gut gepflegt wird. Und
Ganz ähnlich erleben wir das ja bei Corona gerade, was nicht unser Thema jetzt ist, aber die Strukturen, die Argumentationsstrukturen, übrigens auch die Strukturen, wie sich solche Fehlinformationen dann meinetwegen im Internet verbreiten, da gibt es große Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Ja. Oder ein wesentlicher Unterschied für uns, bei Corona geht der Großteil der Wissenschaft, der Großteil der Gesellschaft davon aus, es handelt sich um eine ernsthafte Gefahr. Ja, aber manche Leute wollen diese Gefahr nicht sehen oder haben in ihrer Risikoeinschätzung eben einfach eine andere Perspektive darauf. Bei elektromagnetischen Feldern geht der überwiegendste Teil, also ein gigantischer überwiegender Teil der Wissenschaft, der gut belegten Wissenschaft davon aus, dass es keine Risiken gibt. Zumindest, dass bisher keine bekannt sind. Und man hat eben wirklich, ich sag mal, unter jeder Teppichecke gesucht nach Risiken. Ja. Aber es gibt eben Leute, die wollen das nicht wahrnehmen. Die wollen nicht wahrnehmen, dass es kein Risiko gibt. Im Gegensatz zu Corona, wo sie nicht wahrnehmen wollen, dass es ein Risiko gibt. Ne? Kommen wir vielleicht in dem Zusammenhang zu einer repräsentativen Umfrage, die ich mir übrigens auch wiedergefunden habe auf der Internetseite. Insofern ist das ja ein Signal dafür, dass ihr damit sehr offen umgeht, dass es auch bewertet, betrachtet, nicht negiert oder wegwischt, ne, sondern wirklich auch in die eigene Arbeit einbezieht. Es ist eine repräsentative Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung kurz vor der Corona-Pandemie 2020. Und diese Umfrage zeigt, dass in unserer Bevölkerung 11% zu Verschwörungstheorien neigen, wobei die Unterschiede, so die Studie, zwischen Männern und Frauen relativ gering ist. Dafür aber mit dem Alter der Hang zum Verschwörungsglauben wieder steigt. Also ganz interessant, da zu lesen. Ebenfalls 11% sind sich laut dieser Studie sicher, dass geheime Mächte die Welt steuern. Da sind wir auch wieder so parallel so ein bisschen beim Thema Corona. Und weitere 19% dies für wahrscheinlich halten. So, und das spielt natürlich, wir haben es eben mal so mehr als angetippt, auch in das ganze Gebiet und in die Thematik elektromagnetische Felder rein. Frage: Macht Kommunikation, die du ja betreibst, mit den Betreffenden überhaupt noch Sinn? Die sich ja mit oder die auf ihre eigenen Erkenntnisse bauen und diese eigenen, man muss ja sagen, auch nicht wissenschaftlichen Erkenntnisse auch an andere über Social Media, haben wir eben genannt, pushen und das auch richtig breit in die Öffentlichkeit tragen, Bewegungen bilden. Macht Kommunikation mit diesen Leuten Sinn? Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen und die für uns aus einem sehr spezifischen Grund nicht so leicht zu beantworten ist. Wir sind eine Behörde. Wir sind eine Behörde, die von Steuergeldern finanziert wird, logischerweise. Ja. Jede Person, jede Bürgerin, jeder Bürger in Deutschland hat einen Anspruch auf unsere Leistungen. Und das heißt grundsätzlich, wenn sich mit uns MobilfunkgegnerInnen oder meinetwegen auch Leute, die ins Verschwörungstheoretische neigen, wenn die sich mit uns unterhalten wollen, dann haben die da zunächst mal einen Anspruch darauf. Und das nehmen wir auch ernst. Also das heißt, wir geben Auskunft, wir stellen dar, warum wir die Dinge so sehen, wie wir sie sehen. Ja, wir dürfen da schlicht und ergreifend erstmal nicht effizienzbezogen denken. Also ergibt das Sinn oder nicht? Hey, das ist unser Auftrag so. Aber trotzdem kann man sich ja fragen, an welcher Stelle sagen wir dann trotzdem, okay, wir haben jetzt Auskunft gegeben, wir haben jetzt begründet, warum wir das so sehen. Ein weiterer Diskurs mit bestimmten Personen ist darüber hinaus nicht mehr sinnvoll. Wir wissen aus der Forschung, und da rede ich jetzt nicht EMF-bezogene Risikokommunikation, sondern allgemein Risikokommunikation, allgemein öffentliche Kommunikation, dass Menschen, die zu lange Fehl- oder Desinformation angehangen haben, bei denen das also für die eigene Identität, das Glauben daran, dass das so ist, eine ganz zentrale Rolle spielt. Das ist ein ganz wichtiges Puzzleteil in ihrem Herzen, würde ich mal sagen. Da ist es so, es ist kaum möglich, diese Leute zu überzeugen. Ne? Und das ist beim EMF-Thema nicht anders. So, und wenn wir merken, das ist so, da ist jemand nicht bereit, sich auf die wissenschaftliche Evidenz, auf das Erklären, auf das die eigene Position auch hinterfragen einzulassen, dann sagen wir eben irgendwann, wir haben ihnen gesagt, wie wir das sehen und das begründet und wir haben nicht den Eindruck, dass es jetzt noch hilfreich ist, einfach weiter darüber zu reden. So, ja. Und ja, das muss man ganz klar so feststellen. Das ist eine für mich
sehr, sehr traurige, aber wissenschaftlich gut belegte Erkenntnis. Wenn Leute das zu sehr in ihrem Herzen tragen, dass sie an irgendeine Verschwörung glauben oder so, dann ist es nicht mehr sinnvoll, mit denen darüber zu sprechen. Es wird nichts daran ändern. Es ist natürlich aus sozialen Gründen trotzdem sinnvoll, den Kontakt zu halten, wenn es jetzt um persönliche Kontakte geht. Also ja, klar. Wenn jemand aus deiner Familie zum Beispiel so drauf ist. Ne? Ich habe so einen Fall in meiner weiteren Familie tatsächlich auch. Es ist wichtig, den Kontakt zu halten auf menschlicher Ebene. Aber es ist nicht mehr hilfreich, über dieses Thema zu diskutieren. Und das ist letztendlich ein Punkt, wo wir dann eben auch sagen, es hilft nichts mehr und wo unser Anliegen, unser kommunikatives Anliegen dann eher ist, wie können wir dafür sorgen, dass nicht noch mehr Menschen auf diese Fehl- und diese Desinformationen reinfallen. Ja, man muss sich immer vor Augen halten, dass die Menschen, die beim EMF-Thema, ähnlich auch wie bei Corona und bei anderen Sachen, die Fehlinformationen oder auch Desinformationen glauben, das ist eine kleine Minderheit, aber eine sehr laute Minderheit. Also manchmal hat man den Eindruck, es sind mehr, als es tatsächlich sind. So. Ja, ja. Der Großteil, der überwiegende Teil der Menschen in Deutschland und in den meisten Staaten interessiert sich für unser Thema EMF und Risiken davon, elektromagnetische Felder und Risiken, interessiert sich dafür überhaupt nicht. Ich nutze mein Handy und das wird schon alles in Ordnung sein, weil sonst würde ja irgendjemand, würde der Staat sagen, das können wir so nicht machen. Die interessieren sich dafür nicht und das ist auch nicht weiter schlimm. Die haben wichtigere Dinge in ihrem Alltag zu tun. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, wenn sie auf Fehlinformationen, Desinformationen treffen, dass sie nicht sofort darauf reinfallen, sondern dass sie vielleicht so ein gewisses Grundgerüst an Informationen haben, wo sie sagen, Moment mal, das kann doch nicht stimmen, was da steht oder was da jemand sagt, weil ich habe gehört, das ist so und so. Ja? Und das ist letztendlich eine Sache, die wir in Zukunft auch noch stärker vorantreiben und umsetzen wollen. Ich sage mal, so eine gewisse Impfung, hätte ich beinahe gesagt, so eine gewisse Grundimmunisierung gegen Fehl- und Desinformation, wenn es um elektromagnetische Felder geht. Wie man das macht, das wissen wir auch nicht. Da sind wir dran, das erstens zu erproben und zweitens auch zu erforschen. Aber das ist letztendlich unser Ziel, dass wir den Menschen, die mit dem Thema wenig Berührung haben, sich wenig dafür interessieren, die müssen sich dafür nicht begeistern, aber dass sie so ein gewisses Grundverständnis davon bekommen und deswegen nicht reinfallen auf solche Leute, die eben gefährliche, falsche Informationen darüber verbreiten. Und die möglicherweise auch einhaken zu Themen, elektromagnetische Felder, die eventuell noch nicht völlig erforscht sind, untersucht sind. Damit geht ihr aber auch sehr, sehr offen um. Was muss denn aktuell noch erforscht und untersucht werden? Woran arbeitet ihr? Also das ist direkt meine Herausforderung an alle Menschen, die sich eben, sagen wir mal, über das gesunde Maß hinaus skeptisch, kritisch gegenüber dem zeigen, was wir sagen. Wieso erforschen wir die Sachen, wo nicht hundertprozentig klar ist, dass es keine Risiken gibt? Warum stecken wir da viel Geld, viel Zeit rein, zu belegen oder zu widerlegen, je nachdem, gibt es da vielleicht doch Risiken? Wieso würden wir das machen, wenn unser Ziel einfach nur ist, der böse Staat, der will allen erzählen, das sei harmlos? Wieso machen wir das dann? Also wir sind diejenigen, die das Thema, es gibt bestimmte Forschungslücken, immer wieder auf die Agenda setzen. Offen darüber kommunizieren. Steht auf unserer Webseite. Jeder kann auf unserer Webseite nachlesen, woran forschen die und warum machen die das. Jetzt zu den konkreten Forschungslücken, die es noch gibt. Und wichtig ist zunächst mal nochmal, das sind ganz, ganz kleine Lücken. Wir reden wirklich, wenn du einen 1000-Teile-Puzzle hast, von meinetwegen eine Weltkarte, dann reden wir über ein paar Teile im Meer. Also Teile, die für das Gesamtbild wahrscheinlich nicht wichtig sind, aber trotzdem sind die es wert, untersucht zu werden. Wenn wir über Hochfrequenz, über 5G reden, dann ist es tatsächlich das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Wir gucken in diese Höchstfrequenzen rein. Die Internet of Things und in der Industrie eine Anwendung finden, vielleicht auch beim autonomen Fahren eine Anwendung finden und untersuchen das nochmal. Gibt es da möglicherweise doch Risiken, die uns bisher nicht bekannt sind, weil diese Frequenzen eben noch nicht großartig verwendet werden bisher? Und wir untersuchen das sehr geflissentlich. Wir wissen aber auch, selbst wenn es da Risiken geben sollte, es ist für die meisten Menschen schlicht nicht relevant, weil sie damit nicht groß in Kontakt kommen. So. Was wir außerdem auch untersuchen bei Mobilfunk ist, wie ist das mit Langzeitfolgen? Und wir
Also Mobilfunk gibt es, ich glaube, seit ungefähr 20 Jahren, 30 Jahren, die dann noch die ganz alten Knochen hatten oder so. Genau. Oder mit diesem, genau, mit dem Koffer durch die Gegend gegangen genau. sind. Aber als breite Verwendung, sagen wir mal, seit ungefähr vielleicht 25 Jahren oder so. Mhm. Und wir wissen relativ gut Bescheid. Also es wird auch wirklich seit fast Anfang an wird das untersucht, gibt es irgendwelche Risiken. Ja, das heißt, wir wissen schon über einen sehr langen Zeitraum, über mindestens 15 Jahre, wissen wir schon, okay, da gibt es keine Langzeitfolgen. Aber da ist eben dann dieser Horizont drin. Wir können es für 15 Jahre vielleicht sagen, aber wir können es vielleicht noch nicht für 20, 25, 30 Jahre sagen. Und gemeint ist damit nicht, dass du vor 30 Jahren mal ein Telefonat geführt hast, ob dich das irgendwann umbringt, sondern was ist, wenn du 30 Jahre lang sehr, sehr viel dein Handy nutzt? Gibt es da möglicherweise doch ein Risiko? Und das können wir logischerweise noch nicht wissen, beziehungsweise noch nicht ausschließen, weil wir noch nicht diesen langen Zeitraum haben, den Mobiltelefone genutzt werden. Ne? Wir wissen es über 15 Jahre und deswegen wissen wir relativ gut, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es da Probleme gibt. Aber wir wissen es noch nicht über einen längeren Zeitraum. Und das ist auch ein Forschungsthema, was wir gerade noch mal sehr intensiv beackern, und zwar auch weltweit, in einem weltweiten Konsortium auch. Vielleicht noch ein drittes Thema, auch aus dem Bereich Mobilfunk oder Hochfrequenz. Wir erleben ja derzeit im Rahmen der Digitalisierung, dass sich die Anwendungsszenarien noch mal ganz stark ändern. Also wir hatten die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre vor allem in dem Punkt, du hast dein Handy, das du an deinem Körper trägst, an deinem Ohr trägst, wie auch immer, an deiner Hosentasche trägst. Und das heißt, du hast eine Quelle, die sehr wichtig ist, die man untersuchen muss für elektromagnetische Felder. Aber das hat sich dann eben auch. Und jetzt erleben wir immer mehr, du hast nicht eine Quelle, sondern du hast ganz, ganz viele einzelne kleine Quellen. Du hast noch deine Bluetooth-Kopfhörer. Bluetooth ist auch Hochfrequenz, auch eine Sache, die wir untersuchen. Bisher übrigens auch da, keine Sorgen machen. Ja? Dann hast du vielleicht irgendwann Smart Glasses auf, mit denen du irgendwas siehst. Dann hast du dein Fitness-Armband, Fitbit oder wie auch immer, mit dem du irgendwie deine Fitnessdaten noch überprüfst. Und so weiter und so fort. Das heißt, immer mehr kleine Geräte, die einfach dafür sorgen, dass die Art, wie elektromagnetische Felder in deinem Alltag stattfinden, dass die sich verändert. So. Wir gehen davon aus, dass das nicht in irgendeiner nennenswerten Form das Risiko erhöht für irgendwelche Schäden. Aber wir können es natürlich nicht wissen. Wir müssen es erst untersuchen. Das untersuchen wir eben auch. Für den Bereich Niederfrequenz, also Stromnetze und Haushaltsgeräte und so weiter, ne, da sind die Forschungsfragen ein bisschen anders. Und da gibt es tatsächlich auch noch Lücken in der Forschung, die zwar auch klein sind, aber die aus unserer Sicht viel, viel relevanter sind. Was im niederfrequenten Bereich, also wenn wir an Stromnetze, Haushaltsgeräte und so weiter denken, ja. Was da noch ein weiteres wichtiges Forschungsthema für die Zukunft ist, sind die Induktionsherde. Also das kennt man, das ist so die neueste Form von Herden. Früher hat man irgendwie ein Hitzefeld, ein Kochfeld gehabt, dann hat man irgendwie diese Keramikfelder gehabt und heute Induktionsherde. Habe ich auch einen zu Hause. Ja, also ich habe mir auch gerade einen gekauft. Das ist grundsätzlich eine tolle Sache. Mhm. Das Problem ist, die arbeiten mit relativ hohen, niederfrequenten Feldern auch. Also so wird letztendlich diese Hitze erzeugt. Mhm. Und es ist relativ gut erforscht, wie das Ganze funktioniert, welche, sagen wir mal, Maßnahmen man unternehmen kann, damit das nicht gesundheitsgefährdend ist. Es ist grundsätzlich kein Problem, überhaupt kein Problem. Ne? Aber es gibt dort noch im Detail Fragen. Zum Beispiel, es gibt eben Empfehlungen dazu, wie groß du deinen körperlichen Abstand halten sollst von diesen Feldern. Ja? Und auch wieder da, das ist ähnlich wie bei den Grenzwerten, da geht es nur um maximalste Sicherheit, nicht um irgendwie tatsächlich konkrete große Gefahren, sondern um maximalste Sicherheit. Immer mit dem entsprechenden Puffer drin, den du von erläutert hast. Genau. Mhm. Und die Abstandsempfehlungen, je nach Hersteller, je nach Modell und je nach Institution, die das macht, ist das ein bisschen unterschiedlich. Aber sagen wir mal, du sollst so 5 bis 10 Zentimeter ist, glaube ich, im Moment die Abstandsempfehlung von deinem Herd wegstehen. Mhm. Ja. Wir gucken einerseits genau hin, ist das groß genug, sollte man die Empfehlung vielleicht erweitern. Aber wir fragen uns insbesondere auch, wie sollen denn HerstellerInnen Empfehlungen geben für Leute, die diesen Abstand nicht halten können. Wenn du eine sehr kleine Person bist oder ein Kind oder ein Jugendlicher und gerade so da über den Kochtopf rüberreichen kannst, wie sollst du da Abstand halten? Mhm.
wenn du eine schwangere Person bist, ja, ist es vielleicht auch schwer, weil dein Bauch sich so nach vorne wölbt, da Abstand zu halten. Und dann geht es da wieder um Schwangerschaften, was wieder einen besonderen Schutzbedarf auch hat und so. Wie könnte man da die Empfehlungen oder die Hersteller, wie können die darauf reagieren, um da auch die Risiken klein zu halten und so weiter? Da gibt es so ein paar sehr, sehr praktische Forschungsfragen auch. Aber bevor sich jetzt irgendjemand an der Stelle Sorgen macht, Induktionsherd ist grundsätzlich eine Sache, wenn man sie richtig anwendet, so wie der Hersteller das schreibt, ist das Risiko nach derzeitigem Stand der Forschung auch sehr, sehr gering, dass man da irgendwelche gesundheitlichen Schäden davonträgt, beziehungsweise wir, also wenn man es richtig macht, ist das, gibt es nach jetzigem Stand keine Risiken, so muss ich es formulieren, nicht, dass das Risiko sehr gering ist. Und was heißt das richtig machen? Naja, nach Möglichkeit diesen Abstand halten, den ich gerade beschrieben habe. Und das andere Wichtige ist, dass man die Induktionskochfelder, wenn man da einen Topf draufstellt, eine Pfanne draufstellt, dass die dieses Kochfeld auch immer vollständig abschließt. Dass es da keine Lücke dazwischen gibt. Weil diese Lücken, da kann tatsächlich dann das elektromagnetische Feld sehr stark, ich sag mal, rausstrahlen, so verleihen. Ne? Und da ist dann eine relativ hohe Exposition, also man ist einer relativ hohen Feld ausgesetzt. Und das ist erstmal auch nicht gefährlich, aber man sollte es trotzdem vermeiden. Man soll ja immer darauf achten, dass man auch geringe Risiken nach Möglichkeit vermeidet. Und das wäre eben so ein Punkt. Okay, das war jetzt schon noch eine ganze Reihe von Themen, die erforscht, weiter untersucht werden. Es gibt noch viel mehr, aber die sind teilweise so technisch, dass auch ich sie bis heute nicht ganz verstehe, muss ich zugeben. Und was ich jetzt noch gar nicht thematisiert habe, wir forschen ja also Strahlenschutz nicht nur für Menschen, sondern auch für die Umwelt. Wir gucken zum Beispiel auch sowas wie Starkstromnetze, welche Auswirkungen haben die zum Beispiel auf Bienen. Ja. Und auch da gibt es jetzt keinen Grund, sich irgendwie Panik zu machen, aber es ist auch eine Sache, die wir auch mit beobachten. Ja. Wie kann man zu all den Themen auf dem Laufenden bleiben? Hochinteressant, was du schilderst. Wer da wirklich interessiert ist, will ja dann auch die nächsten Erkenntnisse, Forschungsergebnisse, wie auch immer, mitbekommen. Wie kann man sich informieren, auf dem Laufenden bleiben, auch im Diskurs, in der Auseinandersetzung bleiben? Hm. Was empfiehlst du? Die Internetseite wurde schon genannt, aber... Genau, bfs.de, Bundesamt für Strahlenschutz, die Webseite, die Social-Media-Kanäle auch. Also wir haben einen tollen Instagram-Kanal. Da wird nicht nur elektromagnetische Felder, sondern auch andere Strahlenschutzthemen natürlich behandelt. Also UV-Strahlung ist ein sehr risikohaltiges Thema. Das nehmen die meisten Leute leider nicht so wahr. Ne? Oder natürlich auch ionisierende Strahlung, also radioaktive Strahlung. Ne? Auch das wird dort alles thematisiert mit, sehr toll umgesetzt. Und es gibt natürlich andere Organisationen auch, die auch diesen Fragen nachgehen. Ja. Also die World Health Organization, die WHO. Mhm. Ne? Die ist auch eine Organisation, die sich mit diesen Fragen auf internationaler Ebene sehr stark beschäftigt. Das Bundesamt für Strahlenschutz ist tatsächlich auch Partner, also arbeitet auch zu der WHO. Aber die haben ihren eigenen Kopf, wir erzählen ihnen nicht, was die schreiben sollen. Die wären eine wichtige Quelle aus meiner Sicht auch. Und ansonsten gibt es tatsächlich auch noch einzelne Lehrstühle zum Beispiel an deutschen Universitäten mit Professorinnen und Professoren, die sich sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigen und dann auch sich sehr bemühen, da öffentlich drüber zu informieren. Also zum Beispiel aus gesundheitlicher Perspektive, biologischer, medizinischer, epidemiologischer Perspektive, die Charité in Berlin, die forscht dazu auch. So ja, Leuchtturm. Hier, genau, hier in der Region, TU Braunschweig, beschäftigt sich sehr viel auch mit Technik, also EMF-Technikrisiken, die dadurch entstehen. Da gibt es einen tollen Lehrstuhl dazu, die auch sehr viel Risikokommunikation dazu machen, sehr toll das auch machen, also bewusst auch die Öffentlichkeit dazu suchen. Es gibt auch andere natürlich noch. Im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz, in Österreich gibt es Leute, die das beschäftigen. Und all die findet man aber eben auch über bfs.de. Ja. Also schon immer schön verlinkt. Auch. Wir sind natürlich, wir holen alle mit ins Boot, wir verlinken alle, dass man sich da auch weiter informieren kann. Ja. Aber das Wichtige ist eben, dass man erstmal irgendwo anfängt und sich ein bisschen Zeit dafür nimmt. Weil man glaubt sehr schnell, dass man so grundsätzlich versteht, wie das funktioniert. Das ist aber meistens ein Irrglaube. Ne? Das Thema ist relativ komplex. Und deswegen erstmal sich ein bisschen Zeit nehmen, wenn man es tiefergehender verstehen will. Wenn man es nicht tiefergehend verstehen will, sondern einfach für den Alltag wissen will, was ich machen will. Ja, erstmal grundsätzlich, wir gehen davon aus, nach jetzigem Wissensstand, es gibt keine Risiken.
Also erstmal keine Panik, keine Panik. Und dann konkret gucken nach Lebenslage. Bin ich eine Risikoperson, meinetwegen schwanger, Kind, irgendwelche gesundheitlichen Vorschädigungen? Ein wichtiger Punkt für uns ist auch immer, es gibt ja Leute, die aus gesundheitlichen Gründen elektronische Geräte am oder im Körper tragen, Herzschrittmacher. Ne? Ja. Das sind Leute, die sollten dann noch mal ein bisschen neugieriger sein, noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja? Mhm. Und alle anderen, wenn ich nur eine Minute Zeit habe, in meinem Leben mich damit zu beschäftigen, einfach zur Kenntnis nehmen, wissenschaftlich ist nach jetzigem Stand sehr, sehr gut belegt, dass es keine nennenswerten Risiken gibt. Also keine Sorgen, lasst euch nicht kirre machen von irgendwelchen Leuten. Jetzt habe ich noch ein paar praktische Fragen. Ein paar hatten wir ja schon angesprochen, die uns vor der Talkrunde heute erreicht haben. Zum Beispiel Schwangerschaft wurde ja schon angetippt. Worauf müssen Frauen während ihrer Schwangerschaft achten, so etwa beim Ultraschall oder generell bei Strahlungen im Haus? Ultraschall ist ein spannendes Thema. Das beschäftigt uns auch, weil es tatsächlich zu den elektromagnetischen Feldern dazugehört. Grundsätzlich gilt für Ultraschall das, was ich auch schon für die anderen Sachen gesagt habe. Es ist gut belegt, dass es keine Risiken gibt nach jetzigem Stand der Forschung. Aber trotzdem sollte man natürlich nicht sich irgendwie mutwillig irgendwie dem Ganzen aussetzen in einer Form, die nicht hilfreich ist. Wir alle kennen Ultraschall vor allem aus dem medizinischen Zusammenhang. Als diagnostisches Tool, um rauszufinden, ob irgendwo im Körper was nicht funktioniert, aber auch als therapeutisches, ne, wenn es darum geht, Knie oder Muskeln irgendwie zu stimulieren oder so. Das heißt, wenn die Ärztin, der Arzt sagt, hier, mach mal jetzt Ultraschall, kann man davon ausgehen, man braucht sich keine Sorgen zu machen. Es gibt aber tatsächlich einen Trend. In Deutschland noch nicht so, aber in Japan, in den USA weiß ich es auch, Schwangere, da gibt es dann so Agenturen, die bieten gewissermaßen an, während der Schwangerschaft mit Ultraschall das Innenleben der Schwangerschaft filmisch zu begleiten, wenn du so willst. Ja, ne? Klar. Also da werden dann quasi mit Ultraschalltechnologie einfach Filme gemacht vom Embryo, vom Fötus und so weiter. Einfach nur aus Jux und Dallerei, sage ich mal. Wir empfehlen sowas nicht zu machen. Ja, also wir sagen ganz klar, die Risiken von Ultraschall sind gut untersucht und nach jetzigem Stand gibt es keine Risiken, aber man sollte deswegen jetzt nicht anfangen, sich mutwillig irgendwie Strahlung oder Ultraschall eben auszusetzen, obwohl es nicht nötig ist. Das ist einfach kein sachgemäßer Umgang. So viel zu Ultraschall. Was war das andere noch bei Schwangeren? Strahlung generell. Bei Schwangeren. Ja, also wenn wir über elektromagnetische Felder reden, grundsätzlich ist es natürlich so, in der Schwangerschaft sollte man ein bisschen stärker noch darauf achten, zu minimieren. Ja, und minimieren heißt einfach, dass man die Quellen von elektromagnetischen Feldern, dass man die nach Möglichkeit nicht zu nah an seinen Körper ranlässt. Ja, also das heißt, die größte Quelle, der man sich überhaupt aussetzen kann, wenn wir über Mobilfunk reden, ist das eigene Handy. Klar. Die Mobilfunkstation, die irgendwo steht, der Turm, der ist so weit weg, das interessiert nicht. Ne? Also Risiken entstehen im ganz nahen Bereich am Körper dran, zumindest die großen Risiken. Und das heißt, wenn es möglich ist, das Handy nicht so nah am eigenen Körper tragen, wenn es möglich ist, wenn man telefoniert, vielleicht eher Kopfhörer zu verwenden, anstatt das Handy am Kopf dran zu halten. Und einfach, genau wie ich jetzt auf Mobilfunk eingegangen bin, elektronische Geräte keine Angst davor haben, aber auch nicht sozusagen die ständig sehr nah an seinem eigenen Körper zu haben. Ne? Das kann also Rasierapparat sein, das kann Föhn ist ein riesiges Thema. Also es gibt auch da keinen Grund zur Sorge, aber Föhn ist tatsächlich eine Sache, wo deutlich mehr niederfrequente Strahlung an den eigenen Körper rankommt als durch irgendeine Stromtrasse. Ne, da müsste ich schon auf den Strommasten draufklettern, den umarmen. Föhn ist relativ stark, Rasierapparat ist tatsächlich auch relativ stark. Trotzdem keine Gefahr, aber man muss es auch nicht mutwillig machen. Ja? Und ansonsten einfach eben das Handy ein bisschen weglegen. Ja, solche Sachen. Ne? Das war auch eine Frage, nochmal auch zu den Handys. Gab es sogar 2, 3 Fragen, die uns erreichten. Zum Beispiel Frage, sind die zum Beispiel während der nächtlichen Ruhe möglicherweise doch lieber aus dem Schlafzimmer zu verbannen? Also weit weglegen oder reicht es ein Stück vom Nachttisch wegrücken? Oder? Also grundsätzlich die Empfehlung des Bundesamts für Strahlenschutz ist tatsächlich, dass man während des Schlafes elektrische Geräte, die nicht unbedingt am eigenen Körper dran sein müssen, dass man die ein Stück weglegt. Und wenn wir jetzt über ein Stück reden, es sind wirklich die ersten Zentimeter, die ersten Dezimeter, die entscheidend sind. Da nimmt in der Regel dann das Feld so stark ab, dass es danach nicht mehr relevant ist. Sprich, wenn du dein Handy nachts neben deinem Ohr liegen hast,
davon würden wir abraten. Auch da ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass das ein Risiko darstellt, aber allein um Risiken auch zu minimieren, die wir noch nicht kennen, würden wir davon abraten. So, ja. Das heißt, leg es 2 Meter von dir weg und du hast schon so viel getan dafür, um auch diese noch nicht bekannten, möglicherweise existenten Risiken zu minimieren. Ja, ob du es 2 Meter oder 5 Meter weglegst, ist tatsächlich dann ziemlich irrelevant. Und 20 Meter weglegen oder aus einem anderen Raum oder so, das ist ziemlich irrelevant. Wer es machen möchte, soll es gerne machen, aber man muss sich nicht kirre machen. Das ist am Ende nicht so entscheidend, wie dass man es die ersten Zentimeter irgendwie wegnimmt. Ja, ne? Ja. Ja, man muss es im Prinzip so tun, dass man ruhigen Gewissens dann schön schlafen kann. Ja, ja. Das muss jeder mit sich vereinbaren. Ja. Ja, also ich kann von mir, ich meine, ich bin da kein Vorbild. Ne? Mein Handy liegt bei mir im Bett, nicht direkt neben mir. Ich habe ein relativ breites Bett, aber trotzdem liegt es im Bett. Ich würde es nicht empfehlen, aber um einfach auch deutlich zu machen, auch die Leute, die immer sagen, es gibt da keine Risiken, die leben das auch. Also wir würden sonst, wenn wir Risiken sehen, sowas dann nicht machen. Ne? Mhm. Aber wer sich eben Sorgen macht oder wer in einer Risikogruppe ist, legt es ein Stück weiter weg. Ja. Ja, die ersten Zentimeter sind entscheidend. Der erste Meter ist der wichtige. Die nächsten 3, 4, 5 Meter kann man machen, aber die sind nicht mehr so entscheidend. Ist die Mikrowelle in jedem Fall gesund? Also ich kann jetzt nicht über die, wenn du so willst, ernährungswissenschaftliche Gesundheit reden, ne, sondern nur wieder Strahlung reden. Mikrowellen, die so wie es vom Hersteller verlangt ist, ordentlich abgeschirmt sind. Das müssen die Hersteller tatsächlich nachweisen, testen, prüfen. Das steht in den Anleitungen drin, in den Bedienungsanleitungen drin. Solange das also eine Mikrowelle ist, die funktionstüchtig ist, so wie der Hersteller das vorsieht, die in Deutschland auf den Markt kommen darf, gibt es da keine Risiken. Beziehungsweise gibt es bisher keine wissenschaftlich nachgewiesenen Risiken und auch das ist sehr gut untersucht. Wenn es technische Defekte daran gibt, wenn die Tür nicht ganz sicher schließt oder was auch immer, ne, dann kann das natürlich immer sein. Also das, was im Inneren einer Mikrowelle passiert, dem sollte ein Mensch nicht ausgesetzt sein. Das ist eine zu große Erhitzung, die da passiert. Das ist nicht gesund. Aber Mikrowellen sind sehr gut abgeschirmt und deswegen, solange die funktionstüchtig sind und nichts kaputt ist, grundsätzlich gibt es aus unserer Sicht da keine Bedenken, die man haben muss. Und wer wiederum noch eine Nummer sicher gehen will, ne, die größten, wenn du so willst, ja, Strahlungsaustritte aus der Mikrowelle, auch wenn sie funktionstüchtig und normal funktionierend ist, sind an der Tür, also vorne, ne, da kann ein bisschen mehr Strahlung rausgehen. Das ist nicht, also da gibt es keinen Grund zur Angst. Aber wer noch ein bisschen auf Nummer sicher gehen will, hält einfach, während die Mikrowelle läuft, zur Tür noch ein bisschen mehr Abstand. Ah, ja. Okay. Gehst also nicht 5 Zentimeter ran, um zu gucken, was passiert da, sondern gehst vielleicht 30 Zentimeter, 50 Zentimeter und da musst du dir keine Sorgen machen. Mhm. Induktionsherde, das Thema hatten wir schon. Das war auch eine Frage, die vorher eingegangen war, vor unserer Talkrunde. Hast du weitere Tipps, Ratschläge, abschließende Botschaften? Die wichtigste Sache ist, also neben dem keine falsche Panik, ist tatsächlich, egal um welche elektromagnetischen Felder es geht, die größte Exposition, also das größte sich aussetzen, passiert nicht durch irgendeinen Strommast, der da draußen steht, durch irgendeinen Mobilfunkmast, durch was auch immer, sondern durch die Sachen, die sich unmittelbar in unserem Körper befinden. Hast du ein Smartphone dabei? Ich habe ein Smartphone dabei. Ja, hast du in der Hosentasche stecken? Nee, das lag hier so neben mir im Sessel. Ja. Also das ist die größte, das ist die einzelne größte Quelle für unser gesamtes Thema, die im Alltag von Menschen relevant sind. Okay. Man trägt sein Smartphone am Körper. Ne? Und das ist noch, auch da gibt es jetzt keine, braucht man keine Panik haben. Mhm. Aber wer sich sagt, ich möchte noch ein bisschen auf Nummer sicherer gehen, ja, einfach dafür sorgen, dass das Smartphone, gerade wenn es in Benutzung ist, also wenn ich telefoniere, nicht am Körper ist, sondern ich telefoniere mit Kopfhörern, das Smartphone liegt in einer gewissen Entfernung, wunderbar. Nicht unbedingt, wenn man auf Nummer sicher gehen will, also minimieren will die Risiken, die noch nicht bekannt sind, nicht unbedingt am Körper tragen, sondern vielleicht in einer gesonderten Tasche tragen. Wenn es geht, meinetwegen am Arbeitsplatz oder so, es gar nicht am Körper tragen, sondern es auf den Schreibtisch legen. Ja, das Smartphone ist das einzelne wichtigste Ding, wo man, wenn man sich Sorgen macht, wo man dann aus guten Gründen sagen kann, okay, da kann ich ganz einfach Sachen machen, ich kann Abstand halten. Und wenn man sich noch auf andere elektronische Geräte bezieht, gilt da letztendlich dasselbe. Ne? Einfach dafür sorgen, dass die nicht ganz so nah am Körper dran sind. Das kann man bei jedem Gerät machen, wenn es irgendwie geht. Und jeder Zentimeter hilft.
Also sind die ersten Zentimeter sind das Wichtigste. Danach nimmt die das Feld sowieso oder die Felder nehmen massiv ab in den meisten Fällen und deswegen einfach ein kleines bisschen Distanz zu den eigenen elektronischen Geräten halten, wo es geht. Beim Smartphone kommt noch mit dazu, nach Möglichkeit telefonieren, wenn der Empfang sehr gut ist, also wenn die Netzverbindung sehr, sehr gut ist. Man sieht ja auf dem Smartphone dann so Balken, ne? Genau. Wie gut ist der Empfang gerade. Mhm. Und letztendlich ist auch so ein Smartphone oder egal, auch jedes andere Mobiltelefon, ist ja auch eine Sende. Das ist wie ein kleiner Sendemast, den du an deinem Körper dran trägst. Ne? Und je schlechter der Empfang ist, desto stärker muss das Smartphone selbst sein Signal machen, ja, damit es irgendwo bei dem Mobilfunkmast ankommt. Ne? Ja. Und das heißt, ganz schlechter Empfang heißt, dass von dem Handy ganz viel Strahlung ausgeht. Mhm. Auch erhöhter Energieaufwand. Genau. Deswegen die Erwärmung am Körper kann deswegen ein bisschen stärker passieren und so weiter und so fort. Und das heißt, nach besten Möglichkeiten nicht bei schlechtem Empfang telefonieren. Mhm. Das ist wieder eine Möglichkeit der Minimierung. Aber auch da nochmal, Grenzwerte schützen uns. Also auch selbst wenn man das nicht macht, ne, gibt es aus wissenschaftlicher Sicht bisher keinen Anhaltspunkt dafür, dass es da Risiken gibt. Aber wer eben sagt, ich möchte noch den Tick weitergehen, ja, nicht bei schlechtem Empfang telefonieren, Kopfhörer verwenden beim Telefonieren und elektronische Geräte, wenn man sie gerade nicht verwendet am eigenen Körper, dann ein bisschen auf Abstand legen. Das ist das Allerwichtigste, was man machen kann. Und die Frage, ob der Mobilfunkmast nun 50 Meter von meinem Zuhause entfernt ist oder nicht, oder das Stromnetz oder so. Das sind alles Sachen, die im Vergleich zu den Geräten am Körper oder im eigenen Haushalt erheblich weniger, wesentlich weniger Auswirkungen auf die individuelle Gesundheit haben. Und deswegen kümmere dich um die Sachen um dich herum. Und was die Masten angeht, es ist ein großer Irrglaube, dass der Abstand zu einem Mast automatisch dafür sorgt, dass die Exposition sinkt. Ja, das ist physikalisch leider viel, viel komplexer. Ja, es ist nicht einfach so, wenn ich mit meiner Bürgerinitiative dafür sorge, dass der Mobilfunkmast 200 Meter von uns weg ist und nicht, was weiß ich, 150 Meter, dass wir dadurch sicherer sind. Es ist leider physikalisch tatsächlich nicht so. Es gibt nicht nur Modelle, sondern tatsächlich auch Simulationen und konkrete Situationen, die wir untersucht haben und die auch andere untersucht haben, da ist das teilweise sogar im Gegenteil so. Also ein bisschen mehr Abstand kann manchmal sogar dafür sorgen, dass man mehr Exposition hat. Denkt nicht über Abstand nach, außer wenn es um die individuellen Geräte am Körper geht, im Haushalt geht, sondern denkt über die Grenzwerte nach. Die Grenzwerte sind dazu da, uns zu schützen. Die Grenzwerte müssen alle Hersteller von Geräten einhalten. Die Grenzwerte müssen bei allen Anlagen, die gebaut werden, eingehalten werden. Und deswegen, die Grenzwerte sind der Punkt, der uns schützen. Abstand ist eine irrige Diskussion, die wissenschaftlich in vielen Fällen schlicht überhaupt nicht zum Ziel führt. Werden solche Grenzwerte auch verschärft im Verlauf der Zeit? Bleiben die gleich oder entwickelt sich das? Ne? Ich muss gerade an andere Grenzwerte denken, bei Schadstoffausstoß zum Beispiel. Ja. Wie verhält es sich hier mit den Grenzwerten, mit der Entwicklung der Grenzwerte? Da gibt es zwei Aspekte. Zunächst mal, es wird regelmäßig von internationalen und nationalen wissenschaftlichen Gremien untersucht, ob die Forschungslage empfiehlt, dass man Grenzwerte verändern sollte. Und dann werden diese Empfehlungen eben gegeben an die Politik, weil es ist ja nicht die Wissenschaft, die die Grenzwerte festlegt, sondern es ist Gesetze. Ne? Bundesemissionsschutzgesetz, Bundesemissionsschutzverordnungen, darin stehen zum Beispiel diese Grenzwerte, über die wir jetzt für ortsfeste Anlagen geredet haben, also wenn es um Mobilfunkmasten geht oder sowas in der Art. Ne? Das heißt, das wird immer wieder untersucht. Und wenn ich sage immer wieder, dass tatsächlich überlegt wird, ob Grenzwerte geändert werden, das passiert ja nicht jedes Jahr, das passiert, sagen wir mal, vielleicht alle 5 bis 10 Jahre. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass das Thema so gut untersucht ist, dass es einfach keinen Anlass gibt, sich ständig das zu fragen. Tut sich dann wenig. Genau. Ja, ja. Aber die Gremien, die sich das fragen, sind die Grenzwerte adäquat, die wissenschaftlichen Gremien? Die arbeiten die ganze Zeit. Das ist so ähnlich, ich würde mal fast sagen, wie die ständige Impfkommission. Also die sind quasi regelmäßig miteinander im Austausch darüber, die wirklich absolute Fachelite weltweit, regelmäßig wissenschaftlich im Austausch darüber, sind die Grenzwerte adäquat? Müssen wir die Grenzwerte, müssen wir empfehlen, dass man die ändert? Was sind die Gründe dafür? Was sagt die Forschung dazu? Ein Argument, das wir häufig hören, zum Beispiel von Mobilfunkgegnern.
In der Schweiz gibt es deutlich geringere Grenzwerte. Also ich glaube, ein Zehnerfaktor geringer oder sowas in der Art. Es gibt auch andere Länder teilweise, wo es geringer ist. Deutschland hat Grenzwerte, die sich an den Empfehlungen orientieren, die die meisten Industrieländer teilen. Aber es gibt eben Ausnahmen. Es gibt einzelne Länder, da sind die Grenzwerte anders. Und da ist dann immer der Punkt, naja, warum haben die denn deutlich niedrigere und warum habt ihr denn höhere und was ist da eigentlich so dran? Am Ende sind die Empfehlungen, die WissenschaftlerInnen machen zu Grenzwerten, das sind Beurteilungen von Studienergebnissen. Ja? Und diese Empfehlungen werden dann in einem politischen Prozess umgesetzt in Gesetze oder in Verordnungen. Und in unterschiedlichen Ländern kommt im Rahmen des politischen Prozesses eine unterschiedliche Bewertung zustande. Ja? Und deswegen kommt es da eben zu unterschiedlichen Grenzwerten teilweise. Ja, ne? Das ist nicht auch zum Beispiel in der EU harmonisiert? Meines Wissens gibt es einzelne Länder und witzigerweise sogar in einzelnen Ländern einzelne Kommunen, okay, die abweichen. Aber sagen wir mal, das, was in Deutschland als Grenzwerte gelten, das sind Grenzwerte, die praktisch in allen EU-Ländern und in allen Industrieländern gelten, also auch USA und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen nur. Ne? Und das liegt eben daran nochmal, dass die Forschung dazu so umfangreich ist und so gut ist, dass man das sehr gut einschätzen kann. Und dass die meisten Länder, genau wie Deutschland, dann eben sagen, wir im politischen Prozess der Grenzwertfestlegung folgen wir dem, was die Wissenschaft uns vorschlägt. Und in der Regel kann man, wenn man in andere Länder reinschaut, die andere Grenzwerte haben, kann man da sehr klar nachvollziehen, dass es da in diesem politischen Aushandeln, dass man da eben die Empfehlungen der Wissenschaft eben nicht möglichst nah umsetzt, sondern dass es da eben noch politische Dimensionen gibt, die da eine Rolle spielen. Okay. Ne? Und das ist auch gar nicht jetzt irgendwie negativ gemeint von mir, sondern es gibt einfach unterschiedliche politische Systeme. Ne? Es gibt zum Beispiel, wenn ich die Schweiz erwähnt habe, da ist direkte Demokratie sehr viel stärker. Und Demokratie heißt ja nicht, wir entscheiden, was wir machen Dinge so, wie sie wissenschaftlich richtig sind, sondern wir machen Dinge so, wie sie mehrheitsfähig sind. Das ist ein riesiger Unterschied. Ja, ne? Ja. Siehe Corona-Maßnahmen. Ja. Ne? Genau. Ja. Und in der Schweiz mit direkter Demokratie ist es eben so, dass die Sorgen, die meinetwegen auch nur sehr, sehr wenige Leute haben, im Rahmen dieses direkten Demokratieprozesses einen sehr viel direkteren Einfluss haben auf das Entwerfen von Gesetzen und so weiter und so fort. Ja? Die Schweiz hat außerdem auch teilweise andere gesetzliche Begrifflichkeiten und das ist dann sehr juristisch, da reinzugucken, das will ich uns jetzt ersparen. Mhm. Ne? Wenn man aber, du hast ja vorhin erwähnt, Grenzwerte gibt es auch bei anderen Sachen, Schadstoffausstoß und so weiter und so fort. Wenn man diese Grenzwerte vergleicht mit den Grenzwerten, die wir haben bei elektromagnetischen Feldern, gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied. Bei Schadstoffen oder auch bei Giften, meinetwegen, bei irgendwelchen Giftstoffen, wie auch immer, ne, da ist es in der Regel so, dass es, je mehr du davon deinem Körper zuführst, desto höher ist das Risiko, dass du deinem Körper schadest oder desto größer ist der Schaden. Ja? Also je mehr Schadstoffe du einatmest, desto höher, meinetwegen, ist das Krebsrisiko. Ja? Da gibt es so eine Art, meistens tatsächlich so einen linearen Verlauf. Und deswegen gibt es für die meisten Schadstoffe und übrigens zum Beispiel auch für nukleare Strahlung, also für nukleare Strahlung, gibt es das sogenannte ALARA-Prinzip. ALARA, das ist kurz, also das ist eine Abkürzung, as low as reasonably achievable. Du versuchst dafür zu sorgen, dass die Menschen konkreten Schadstoffen so wenig wie möglich ausgesetzt sind, weil jedes bisschen mehr grundsätzlich die Risiken auch erhöht. Und genau das ist bei elektromagnetischen Feldern nicht der Fall. Die einzig nachgewiesene gesundheitliche Auswirkung, wenn wir über 5G jetzt geredet haben, viel oder über Mobilfunk, diese Erwärmung des Körpers, ja, das kann ja, haben wir darüber geredet, wenn das zu viel ist, tatsächlich auch negativ sein für den Körper. Ja. Aber da gibt es einen ganz klaren Schwellenwert, der sich eben in Forschung, in langer, jahrzehntelanger Forschung herausgestellt hat. Alles oberhalb dieses Schwellenwerts stellt ein Risiko dar. Alles unterhalb dieses Schwellenwerts stellt kein Risiko dar. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn wir unterhalb dieses Schwellenwerts noch weiter reduzieren, dass das deiner Gesundheit noch irgendwie gut tut. Es macht für deine Gesundheit keinen Unterschied. Ja? Und das heißt, natürlich auch wir als Bundesamt für Strahlenschutz sagen, auch bei elektromagnetischen Feldern, Minimierung
sorgt natürlich auch dafür, dass grundsätzlich noch nicht bekannte, möglicherweise existente Risiken tatsächlich auch minimiert werden. Aber wenn wir von den wissenschaftlich tatsächlich nachgewiesenen Risiken ausgehen, dann ist es so, dass wenn wir unterhalb dieses Schwellenwerts bleiben, dass es da keinen Unterschied macht, ob wir da, sagen wir mal, 5% drunter bleiben oder 50% drunter bleiben. Es ist nicht, ne? Wohingegen, wenn du an nukleare Strahlung denkst, also ionisierende Strahlung denkst, denk an die Asse. Ja, je weniger Strahlung die Menschen trifft, ionisierende Strahlung, grundsätzlich desto geringer ist das Risiko, dass diese Strahlung ihre Gesundheit schädigt. Mhm. Ja, das darf man eben nicht übertragen auf elektromagnetische Felder. Und das ist übrigens auch ein Fehler, den viele nicht gut informierte Menschen machen. Die denken, dass das ähnlich funktioniert, aber es ist eben tatsächlich nicht so. Ja, hochinteressant. Vielleicht zum Abschluss nochmal. So heißt ja unser Sendetitel oder hieß unser Sendetitel, deine kurze Antwort auf die Frage Angst vor 5G? Angst ist immer falsch. Angst, ja. Das hast du ja auch gesagt, Angst ist ein schlechter Berater. Wir als Bundesamt für Strahlenschutz, wir teilen die Ansicht des ganz, ganz, ganz überwiegenden Teils der Fachwissenschaft dazu, die sagt, wir wissen relativ gut, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich keine Risiken gibt, solange Grenzwerte eingehalten werden. Und Grenzwerte, dass die eingehalten werden, da muss nicht ich als einzelne Person drauf achten. Das müssen die Hersteller machen, das müssen die Leute machen, die Mobilfunkmasten aufbauen. Ja, und die werden dabei öffentlich übrigens kontrolliert. Also die Bundesnetzagentur macht das zum Beispiel, die überprüft, wenn da ein neuer Mast aufgestellt wird und eine neue Starkstromleitung, wie auch immer, werden da die Grenzwerte eingehalten. So. Das heißt, keine Angst, aber gleichzeitig auch sowohl das Bundesamt für Strahlenschutz als auch die weltweite Forschungslandschaft, die letzten Unsicherheiten, die letzten offenen Fragen, das gucken wir uns an, dazu forschen wir. Und sollten wir eben doch feststellen, dass es Risiken gibt, wo Menschen davon betroffen sein können, dann werden wir das ganz offen und ganz klar kommunizieren. Das heißt, wer sich nicht sicher ist, verfolgen Sie einfach die Forschung dazu. Und das ist leider nicht so wie im Journalismus, dass man tagesaktuell neue Sachen aus Koalitionsverhandlungen, neue Entwicklungen oder so. Forschung braucht sehr, sehr lange. Forschungsprojekte brauchen Jahre. Und bis dann eine Gesamtschauforschung sich irgendwie ändert, das braucht teilweise noch viel länger. Aber das hat einen guten Grund. Ne? Mit dieser Geduld, mit der wir da rangehen und mit der alle Forschenden da idealerweise rangehen, mit dieser Geduld kommt man dann eben tatsächlich auch zu fundierten Ergebnissen hin und weiß dann wirklich auch was Bescheid. Ja? Okay. Und wenn es die dann gibt, diese fundierten Ergebnisse, spätestens dann machen wir unsere nächste Talkrunde, wenn nicht sogar eher. Ich hoffe, dass die Ergebnisse sind, dass es immer noch keinen Grund gibt, dass wir uns Sorgen machen müssen. Ja. Auch in dem Fall komme ich gerne wieder, aber wenn es Grund zur Sorge gibt, dann komme ich auch sehr gerne wieder. Okay. Genau. Das war viel Ausbildung, viel Information, viel Kommunikation, eigentlich dein Job pur heute hier in dieser TV38 Talkrunde. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, Christian. Sehr gerne. War hochinteressant bei diesem weiten Feld, was eigentlich letztendlich alle angeht, wo sich auch jeder Gedanken macht, bin ich ganz überzeugt. Alles herzlich Gute auch für die weitere Arbeit und Zukunft als Co-Leitung für das Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder beim Bundesamt für Strahlenschutz. Das ist ja genau dein Job. Und das war ein toller Einblick erstmal in diese Arbeit, aber wie gesagt auch sehr, sehr viel Information. Ganz herzlichen Dank. Ja, und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war informativ und intensiv, ein Riesenaustausch. Und dieser Austausch soll Sie zu Hause natürlich auch zum Austauschen anregen, gerade zu diesem Thema. Da war viel, viel Wertvolles, auch Praktisches dabei, viele Tipps nochmal und Ratschläge. Danke nochmal, Christian, dafür. Ja, und wir freuen uns natürlich auf das Wiedersehen hier im TV38-Programm, ich ganz besonders. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.